Dann sage ich mal, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Energieworkshop. Das Thema ist bekannt, Energie auf ARA, wichtige Beiträge der Kläranlagen zu den Energie- und Klimazielen. Wir sprechen Hochdeutsch, wir haben Gäste aus der Romandie, vielleicht auch aus dem Tessin, aber vor allem auch aus Deutschland. Und ich kann nur sagen, Freude herrscht. Das ist ein Ausdruck von einem Altbundesrat von uns in der Schweiz. Und jetzt fragen Sie sich, wieso übernehme ich diesen Ausdruck, Freude herrscht, von diesem Bundesrat? Natürlich einmal, dass wir seit längerer Zeit wieder einen Workshop oder einen Anlass mit dem VSA durchführen können, der das Thema Energie zum Anlass hat. Da freue ich mich sehr und bedanke mich beim VSA, dass wir das auch so durchführen könnten. Das zweite eben, er wurde auch vom DWA ausgeschrieben, und zwar im Fachausschuss KEK 7. Das sind diejenigen Leute dort, die sich um die Energie in der Wasser- und Abfallwirtschaft kümmern. Und da habe ich schon einige Leute gesehen am Bildschirm. Ich begrüße auch, also auch unsere Gäste aus Deutschland. Und ich glaube, last but not least, ist wirklich die Aktualität von unserem Anlass nicht zu überbieten. Ich weiß nicht, ob alle Schweizer, die jetzt dabei sind, ihren Stimmzettel schon ausgefüllt haben. Am 13.06. stimmen wir ab über das CO2-Gesetz, aber auch über Trinkwasserinitiative und Pestizidinitiative. Wir wollen aber kein Polit-Memorandum jetzt da durchführen. Aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir schnell wissen, das Thema ist ja Energie- und Klimaziele. Und nicht zuletzt die CO2-Abstimmung, die hat ja das Klima oder den Schutz des Klimas zum Ziel. Und das CO2-Gesetz, wo wir darüber abstimmen, hat ja technische Maßnahmen. So werden wir den Ausstoß an CO2 ab 2023 für bestehende Gebäude von 20 Kilogramm CO2 pro Quadratmeter alle 5 Jahre um 5 Kilogramm senken. Und Neubauten werden in Zukunft 0 CO2-Emissionen haben. Bei den Fahrzeugen, da hole ich nicht aus. Wir bauen selber keine Automobile, aber unsere Kollegen in Deutschland können uns da mit ihrer Automobilindustrie sehr gut weiterhelfen. Da werden wir eine Reduktion von 40% von heute 95 Gramm CO2 pro Kilometer anstreben. Es gibt dann weitere Punkte in diesem CO2-Gesetz. Das sind Kompensationspflicht und Emissionshandel. Aber das, was die Bevölkerung in der Schweiz am meisten interessiert, ist die Lenkungsabgabe und die Förderung, die damit verbunden ist. Und bei den Brennstoffen sprechen wir von einer Steigerung von heute 120 Franken pro Tonne CO2 auf 210. Und bei den Flugtickets, wenn wir dann wieder reisen können, von 30 auf 120 Franken pro Flug. Von diesem Geld werden erneuerbare, innovative Projekte gefördert, aber es fließt sehr viel an die Bevölkerung, die das auch tragen muss, zurück. Bei den Brennstoffen 1/3 und bei der Flugticketabgabe 1/2. Warum spielen die Kläranlagen hier eine wichtige Rolle? Ich habe nicht aktualisierte Zahlen, aber die Kläranlagen in der Schweiz verbrauchen ungefähr 400 Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr. Das entspricht einer Stadt von über 200.000 Einwohnern. Sie produzieren davon 1/3 selbst, können auch immer noch mehr produzieren. Sie werden aber auch angehalten, durch das Gewässerschutzgesetz noch sauberes Gewässer zu erreichen. Also ich spreche da vom Ausbau der vierten Reinigungsstufe. Und durch die Klimaziele Netto Null wird das Biogas, was ja Klärgas ist, auf den Anlagen immer begehrter. Die Politik sieht die Rolle der Kläranlagen, aber die Unterstützung und die Förderung ist nicht immer auf den ersten Blick erkennbar. Ich zitiere für Sie alle aus dem Flyer zum heutigen Workshop. Es gibt politische Vorstöße, die die Vorgaben zur Elimination der Mikroverunreinigung auf weitere Kläranlagen ausdehnen wollten. Der Bund möchte aber gleichzeitig
die Fördergelder für die erneuerbare Stromproduktion aus Klärgas streichen. Es ist aber allen bewusst, dass die Kläranlagen eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der Energie- und Klimaziele und der ganzen, mit der Abwasserwärme bis 2015 beitragen können. Experten rechnen mit 10% des Heizwärmebedarfs für die Schweiz, die von den Kläranlagen abgedeckt werden kann. Wir stimmen ab. Unsere deutschen Kollegen haben dann Wahlen, die anstehen. Und da wird sich auch die DWA entsprechend positionieren. Und es gibt hier ein Positionspapier. Ich nehme nur zwei Titel hervor. Stärkung der Wasserwirtschaft, notwendig in Zeiten des Klimawandels. Die Politik muss Weichen stellen. Oder die Wasserwirtschaft ist ein zentraler Baustein der Klimaanpassung. Also ich glaube, damit hoffe ich Sie alle entsprechend für das heutige Meeting und diese Zusammenkunft motiviert zu haben. Der Dank noch einmal an den VSA, dass er das alles organisiert hat. Als Organisatorisches halte ich nur fest, dass ich gern alle Teilnehmer sehen möchte. Also das Bild oder das Video dürfen Sie gerne eingeschaltet lassen und das Mikro ausschalten, jetzt, wenn wir überleiten zum ersten Referenten. Und der erste Referent, und ich hoffe, ist jetzt dabei, ich sehe ihn nicht, ist Stefan Müller-Altermatt, Nationalrat und Vorstandsmitglied von InfraWatt. Und sein Thema Energie- und Klimapolitik in der Schweiz und was die neue Rolle und die Bedeutung der Kläranlagen dabei ist. Und Stefan, ich weiß, du bist ja Vorreiter an vorderster Front und setzt dich für unsere Belange ein. Und jetzt bin ich gespannt, was du uns allen erzählen kannst. Das Mikrofon gehört dir. Ja, besten Dank, Beat. Also ich bin hier. Ich bin Schüstemann auf 16 Uhr vor dem Bildschirm gekommen. Ich bin auf 16.02 Uhr. Entschuldigung für die kleine Verspätung. Das ist manchmal mit den getakteten Tagen so eine Sache. Ich gebe kurz meinen Bildschirm frei für meine Präsentation. Ich wurde gebeten, weil ich ja der quasi erste Referent bin, doch kurz noch etwas zu sagen überhaupt zum zu InfraWatt selber, auch für die Gäste, die vielleicht von etwas weiter entfernt kommen, sowohl thematisch wie auch geografisch. Wer ist der Verein InfraWatt? Der Verein InfraWatt wurde 2010 gegründet mit dem Ziel, die Energieproduktion aus Abwasser, Abfall, Abwärme und Trinkwasser zu fördern. Also wie es der Name sagt, InfraWatt, der Strom aus der Infrastruktur, will durch unseren Verein gefördert werden. Es ist das Ziel, die Energieeffizienz zu fördern, erneuerbare Energien zu produzieren und damit unter Unterstützung dieser Maßnahmen bis 2050 zu Netto Null zu kommen. Das Netto Null 2050, ein Ziel, das wir vorhin schon gehört haben von Beat, das wir heute wahrscheinlich noch ein paar Mal hören wollen. Wir verfolgen dieses Ziel auf drei Ansatzpunkten eigentlich. Einerseits durch die Vernetzung der Beteiligten in diesem Bereich, sprich die Mitglieder, die Sie hier aufgelistet sehen. Zuerst der VSA, der eben heute quasi in der Gastgeberrolle ist, der Verband der Schweizerischen Abwasser- und Gewässerschutzfachleute. Dann der VBSA, der Verband der Betreiber der Schweizer Abfallverwertungsanlagen. Der VFS, der Verband Fernwärme Schweiz. Übrigens, ich bin neben meinem Mandat als Nationalrat auch noch Gemeindepräsident von Herpetswil im Kanton Solothurn und als solcher auch Verwaltungsratspräsident der Genossenschaft Wärmeverbund Herpetswil. Also ich bin auch selber operativ quasi in diesem Bereich tätig. Habe einen Wärmeverbund aufgebaut. Und dann haben wir noch den SVGW, den Fachverband für Gas, Wärme und Wasser, als Mitglied. Daneben die Betreiber von Infrastrukturanlagen in diesem Bereich, Planungsbüros, EVUs, Kontraktoren, Kantone, Gemeinden. Das ist der Verein InfraWatt, der eben mit der Vernetzung der Beteiligten seine Ziele verfolgt. Zweites Tätigkeitsfeld ist natürlich die Politik, wo wir lobbyieren für bessere Rahmenbedingungen
für Wärmenetze, für die Förderung, für Energielichtpläne, für Abwärme und erneuerbare Energien. Und wir haben, glaube ich, eine sehr gute Position dadurch, dass wir zwei Vorstandsmitglieder im Parlament haben, im Eidgenössischen, Ottmar Reichmuth, Ständerat aus dem Kanton Schwyz, und meine Wenigkeit als im Nationalrat. Und der dritte Projektteil, den wir haben, dritte Tätigkeitsfeld, ist der eigentlich operative Teil, wo wir im Rahmen eines Mandates von Energie Schweiz die Gemeinden, Planer etc. beraten, Strategien entwickeln, die Förderung in den Branchen voranbringen und verbreiten und als besonderes Goodie immer den Innovationspreis vergeben. Das ist für mich auch immer spannend, zu sehen, was läuft effektiv in den ARAs, im Bereich Abfall, im Bereich Wasser, Abwärme. Was ist alles möglich? Und da vergeben wir den Innovationspreis und machen so auch ein bisschen eben Vernetzung und PR intern. Voilà, das ist der Verein InfraWatt, geführt mit von Altständerat Filippo Lombardi. Im Vorstand sind die Mitglieder, die Sie hier sehen, eben ergänzt durch die beiden politischen Vertreter, und die Geschäftsführung hat seit dem 1. April Laure Tischet. Das sind die Koordinaten. Die Geschäftsstelle ist jetzt bei Laure in Yverdon. Voilà, und damit bin ich bei meinem Teil angelangt. Ich mache das große Bild. Ich versuche, das Big Picture über die Energie- und Klimapolitik der Schweiz zu bringen, um dann den nachfolgenden Referenten die Möglichkeit zu geben, dass sie eben referieren können, ja, wo liegen jetzt die Möglichkeiten, die man in unseren Bereichen dann überhaupt konkret hat. Ich beginne mit meinen Referaten eigentlich immer mit der gleichen Folie, halt immer aktualisiert, wenn die neue Gesamtenergiestatistik herausgekommen ist. Wo stehen wir überhaupt in der Schweiz bezüglich unserem Endenergieverbrauch und bezüglich den Endenergieträgern? Wir kommen aus einer Welt, die war kohlebestimmt bis zum Zweiten Weltkrieg. Dann gab es die quasi Explosion, den explosionsartigen Bedarf an Erdölbrennstoffen und an Treibstoffen. Parallel dazu stieg auch die Stromnachfrage. Und seit der Erdölkrise in den 70ern, Sie sehen den Spickel da, geht die fossile Nachfrage zurück, mit Ausnahme eigentlich der Treibstoffe. Der Elektrizitätsbedarf ist unvermindert hoch, wobei insgesamt der Energieverbrauch in den letzten Jahren, man kann schon fast sagen Jahrzehnten, stabil, respektive leicht rückläufig ist. Das entgegen allen Unkenrufen, die wir seit Jahrzehnten hören. Wir brauchen in der Schweiz tatsächlich nicht namhaft mehr Energie als noch 1990. Wenn man das dann auseinander nimmt, sieht man, dass die Treibstoffe, sprich die Mobilität, mehr als ein Drittel der Energie ausmacht. Die Brennstoffe, Erdölbrennstoffe, liegen noch bei etwas über 15%. Und 90% der Diskussion, die wir haben in der Politik, die drehen um ein Viertel der Energie, sprich den Strom. Und der Strom ist etwa 90% Diskussion und effektiv ein Viertel der Energie, die wir verbrauchen in der Schweiz. Bleibt das Gas, das auch einen relativ konstanten Verbrauch hat, natürlich auch ein konstantes Netz hat, logischerweise. Und dann sind die restlichen Energieträger mit den Erneuerbaren, mit dem Bereich, wo wir auch zu Hause sind, aktuell bei 12,7%. Wenn man das zusammenfasst, dann muss man erkennen, dass die Schweiz immer noch zu 62% in ihrer Energieversorgung fossil unterwegs ist, 62%, und etwa zu drei Viertel, es sind 73,5% waren es 2019, auslandabhängig. Und nebst dem, dass das klimapolitisch natürlich nicht vertretbar ist, ist es auch strategisch natürlich hochgradig unvernünftig. Wir sind hochgradig abhängig von der Versorgung aus dem Ausland. Und es ist auch volkswirtschaftlich dumm. Das hört man auch jetzt im Abstimmungskampf als wirklich, finde ich, gutes Argument. Wir exportieren irgendwo zwischen 8 und 12 Milliarden Franken pro Jahr. Das hängt immer vom Ölpreis ab.
exportieren wir, also importieren wir Energieträger, die man durchaus, durchaus auch in der Schweiz hätte oder generieren könnte. Und damit ist auch klar, wo wir hinwollen mit der Energieversorgung. Das ist die Prämisse, unter die wir die gesamte Schweizer Energiepolitik stellen. Das sind diese vier Punkte, wohin die Schweizer Energieversorgung soll. Sie soll sauber sein, und zwar in Bezug auf das Klima, wie auch bezüglich der anderen Umweltfaktoren. Sie soll sicher sein, und zwar versorgungssicher, wie auch sicher in Bezug auf die Risiken, die Umweltrisiken, Stichwort Kernenergie. Sie soll möglichst inländisch sein, eben auch aus Gründen der Wertschöpfung. Und sie soll bei alledem halt trotzdem noch bezahlbar sein. Und Sie sehen, dass sich zwischen diesen vier Punkten natürlich zwangsläufig immer wieder mal Zielkonflikte ergeben. Wir versuchen, diese möglichst gut aufzulösen. Und zwar mit den beiden Hauptinstrumenten der Schweizer Klimapolitik, nämlich der Energiestrategie und dem CO2-Gesetz. Die Energiestrategie 2050, die wurde 2017 vom Schweizer Volk angenommen. Und sie hat eigentlich die Richtwerte definiert. Sie sagt, der Energieverbrauch in der Schweiz soll pro Kopf, verglichen mit dem Jahr 2000, um 43% gesenkt werden bis 2035. Ein sehr ehrgeiziges Ziel, aber Sie erinnern sich an die allererste Grafik. Wir sind nicht im steilen Steigflug in der Schweiz, sondern wir werden energieeffizienter, wir sind unterwegs, aber das Ziel ist sehr, sehr ambitiös. Man sieht vor eine Senkung des Stromverbrauchs pro Kopf um 13% bis 2035. Die Diskrepanz zwischen dem Gesamtenergieverbrauch und dem Stromverbrauch rührt natürlich daher, dass man einen Teil der fossilen Energien durch Strom substituiert. Das kommt jetzt auch immer wieder in der politischen Diskussion. Heißt, ja, ja, das macht ihr alles mit Strom, aber woher nehmt ihr ihn dann? Wir haben ihn ja gar nicht. Sie haben auch in der ersten Grafik gesehen, der Stromverbrauch nimmt auch ab, aber es kommt dann noch die Substitution. Und in der Summe sollte es dann bis 2035 eine Senkung geben um diese 13%. Auch das, sonnenklar, ist ambitiös. Und dann hat man auch in der Energiestrategie definiert, wohin die Produktion aus erneuerbarer Energie gehen soll, ohne das Wasser und die Wasserkraft, nämlich auf 11,4 Terawattstunden im Jahr 2035. Das ist selbstverständlich eine Vervielfachung dessen, was wir heute haben. Ich werde es Ihnen nachher noch zeigen. Um diese Richtwerte zu erreichen, braucht es Maßnahmen. Wir haben in der ersten Etappe der Energiestrategie bereits definiert, dass man die Erneuerbaren fördern will, viel stärker, als man das vorher gemacht hat. Aber wir haben das dort seinerzeit zeitlich befristet, bis ins Jahr 20, also bis 6 Jahre nach Annahme, also faktisch bis 2023. Das bringt uns jetzt bereits eigentlich in die Bredouille, weil wir haben eigentlich in den meisten Förderinstrumenten bereits kein Geld mehr. In der Perspektive die kostendeckende Einspeisevergütung für die Photovoltaik, die ist längst ausgeschossen. Wir haben dort einfach jetzt noch die Einmalvergütungen als Investitions-, als Starthilfe quasi. Das heißt aber auch, davon profitieren vor allem kleine Photovoltaikanlagen. Es werden praktisch nur noch kleine Photovoltaikanlagen im Moment realisiert. Große Anlagen, die sind einfach nicht rentabel in den aktuellen Förderbedingungen. Wir haben jetzt bereits ein Problem wegen dieser Befristung. Es ist auch klar, weshalb die Befristung kam. Das war ein politischer Kompromiss. So hat man insbesondere die liberalen Kräfte dazu bewegen können, doch zuzustimmen zur Energiestrategie, weil man natürlich nicht den Subventionstropf auf ewige Zeiten anhängen wollte. Oder? Aber es ist so, wir haben jetzt bereits ein Problem bei der Realisierung von größeren Anlagen zur erneuerbaren Stromproduktion. Gilt auch für Biomasseanlagen beispielsweise. Die sind einfach, im Moment sind dort die Gestehungskosten nicht gedeckt. Und Investitionshilfen nützen wenig, weil eigentlich wäre das Geld da. Das Problem ist, dass sie im Betrieb nicht rentieren. Und deshalb baut es niemand.
Wir haben dort auch bereits schärfere Vorschriften für Geräte und Fahrzeugimporteure definiert. Wir haben das Gebäudeprogramm der Kantone aufgestockt. Wir haben steuerliche Anreize definiert, also so, dass man zum Beispiel Gebäudesanierungen über mehrere Steuerperioden abziehen kann. Das alles, was ich jetzt gesagt habe, war völlig unabhängig von Fukushima, aber wir haben auch in der Energiestrategie beschlossen, keine Rahmenbewilligungen für neue AKWs mehr zu bewilligen. Aber wie gesagt, die anderen Faktoren der günstigen, der sicheren und der sauberen und der möglichst inländischen Energieversorgung, die muss man auch vollziehen, unabhängig von der AKW-Frage. Das andere Instrument ist das CO2-Gesetz, über das wir eben am kommenden Sonntag abstimmen werden. Wir haben eine relativ enge Verknüpfung zwischen Energiestrategie und CO2-Gesetz. Sie sehen das an den Maßnahmen. Wir haben in der Schweiz nicht einen Atomausstieg beschlossen. Wir haben eine eigentliche Energiewende, respektive einen Prozess hin zur klimafreundlichen, zur erneuerbaren Schweiz definiert. Also wir sind da anders unterwegs als Deutschland, wo man den relativ schnellen Atomausstieg beschlossen hat und den quasi abgekoppelt hat von der, ja, in Deutschland natürlich vor allem Kohlefrage. In der Schweiz haben wir sehr eng gekoppelt. Das CO2-Gesetz nimmt viele Elemente der Energiestrategie auf. Die Zielwerte freilich, das sind bekannte mittlerweile, die Reduktion der CO2-Emissionen um 50% bis 2030, betrifft natürlich auch Methan etc., die CO2-Äquivalenten, die werden dann jeweils umgerechnet eben auf CO2-Äquivalente, das will man einfach bis 2030 um 50% reduzieren und das Fernziel ist netto null bis 2050. Hauptinstrument der CO2-Gesetzgebung ist die Lenkungsabgabe auf die fossilen Brennstoffe, eine Lenkungsabgabe, die heute bei 120 Franken pro Tonne liegt, in Zukunft kann sie steigen auf 210 Franken, so die Vorlage. Und rückerstattet wird das Ganze an die Wirtschaft und an die Bevölkerung und an die Bevölkerung über die Krankenkassenprämien. Ist jetzt auch häufig eine Diskussion, warum nimmt man da die Krankenkassen, die ständig steigen? Ja, es ist etwas unschön, man merkt es nicht, oder? Weil die Krankenkassenprämien, die steigen von sich aus. Aber der Punkt ist halt der, das einzige Produkt, das jeder Schweizer kaufen muss, und zwar vom Kleinkind bis zum Senior im Altersheim, das ist die Krankenkasse. Und deshalb kann man ihm dort auch den Rabatt geben, jedem Schweizer und jeder Schweizerin. Deshalb läuft es über diese Krankenkasse. Das ist die Lenkungsabgabe, die wir erhöhen. Daneben haben wir neue Zielwerte und Vorgaben für den Gebäudebereich. Wir haben stärkere Vorschriften für Treibstoffimporteure, also wer Treibstoffe importiert, CO2 importiert, muss das kompensieren mit Maßnahmen in der Schweiz. Wir haben definiert, dass 3/4 der Maßnahmen zur Reduktion dieser CO2-Emissionen in der Schweiz stattfinden müssen insgesamt. Und im Treibstoffbereich sind es 20% in Zukunft. Das kostet etwas, weil Maßnahmen in der Schweiz teuer sind. Und das steht jetzt auf jedem Plakat der Gegnerschaft. Um eine quasi Beitragssymmetrie hinzubringen, haben wir die Flugticketabgabe eingeführt, zwischen 30 und 120 Franken, je nach Distanz und Klasse. Und das, was nicht rückerstattet wird an die Bevölkerung, beim Gebäudebereich sind es mindestens 2/3, beim Flugticketabgabe ist mindestens die Hälfte, die rückerstattet werden. Und das, was nicht rückerstattet wird, geht in einen Klimafonds. Und dort kommen dann eben die Bereiche von InfraWatt auch vor. Im Klimafonds finanziert werden Reduktionsmaßnahmen aller Art. Es gibt Innovationsprojekte, Beratung und auch, und das ist neue Anpassungs- und Vermeidungsmaßnahmen, damit die Regionen, die unter dem Klimawandel leiden, quasi von den Verursachern auch die nötigen Maßnahmen bezahlt bekommen. Selbstredend unterstützt der Verein InfraWatt das CO2-Gesetz. Wir sind dabei bei der Kampagne, weil wir sagen, es ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieses CO2-Netto-Nulls, das selber ja für uns Verbandsziel ist. Es unterstützt diese Maßnahmen für Energieplanung, für thermische Netze, eben über den Klimafonds. Und es gibt insgesamt eben bessere Rahmenbedingungen für die Energienutzung als Infrastrukturen.
Voilà, das ist alles das, wo wir heute stehen. Jetzt gibt es halt, aber also sieht es gut aus, oder? Das sind alles Instrumente, die wir haben für die Zukunft und sollte irgendwie aufgehen, wenn das alles stimmt. Aber es gibt halt schon noch große Herausforderungen. Und die erste ist halt eben die Stromfrage. Gerade vor dem Hintergrund, dass fossile Energie auch substituiert wird, zum Teil durch Strom. Das Bundesamt für Energie hat selbstverständlich seine Szenarien gemacht. Es gibt dieses Szenario Zero Basis, wo man sagt, ja, die Maßnahmen verstärkt, die sie geplant haben, wie die so durchführen, dann geht das auf. Aber es gibt einen Punkt, und das sind diese grauen Balken, die Sie da sehen. Wir haben beim Strom halt doch noch eine Phase, bevor wir die Photovoltaik namentlich ausgebaut haben, massiv, wo wir auf Import angewiesen sind. Und nun, Frankreich wird irgendwann seine Schrott-AKWs abstellen. Deutschland muss aus der Kohle raus, wenn sie selber ihren Strombedarf oder ihre Klimaziele erreichen wollen. Gleichzeitig bringt man in Deutschland den Windstrom von der Nordsee nicht wirklich in die Industriezentren im Süden, weil die Stromautobahnen noch nicht stehen. Und nun hat der Bundesrat auch noch das institutionelle Rahmenabkommen begraben, welches uns ein Stromabkommen mit der EU ermöglichen soll, hätte sollen. Und all das vor dem Hintergrund dieser grauen Balken. Also da braucht es definitiv noch einen Boost, damit die grünen Balken schneller nach oben schießen können und das Graue unnötig machen. Der Boost sollte jetzt schon mit der jetzigen Planung natürlich kommen, insbesondere die gelben Balken, Sie sehen es, die Photovoltaik soll zulegen in Zukunft, aber es gibt auch Bereiche, die wir gut kennen. Sie sehen den ARA Balken, der zunimmt, Sie sehen Biogas, Sie sehen den KVA-Anteil, also wir sind da Bestandteil. Es gibt da wieder einen Negativbalken, dann, das ist der Überschussstrom aus der Photovoltaik, der nach unten geht, den wir halt im Sommer dann haben, den wir abregeln müssen. Umso besser ist es, wenn man eben den Infrastrukturstrom benutzt, weil der ist viel besser regelbar als das, was aus der Photovoltaik kommt. Da ist einzig und allein die Sonne maßgebend. Natürlich der Stromhändler auch noch. Das ist die eine Herausforderung, die Stromgeschichte. Und dann habe ich noch die Herausforderung mit dem, ich nenne es den CO2-Rest. Das ist die Kurve aus der langfristigen Klimastrategie des Bundesrates, wie wir CO2 wo reduzieren. Und Sie sehen, 2050 ist da nicht netto null, sondern sind fast 12 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente, die verbleiben. Und die müssen wir mit Verminderung wegbringen. Also die müssen wir irgendwo binden. Insgesamt gibt es ein solches Bild und da sind dann eben diese verminderten Maßnahmen aufgeführt. Negative Emissionstechnologien, also Speicherung im Inland, da rechnet man mit 3 Millionen Tonnen. Man sagt, man kann bei den Zement- und Chemiewerken mit CCS, also mit Carbon Capture and Storage, kann man noch etwa 3 Millionen Tonnen CO2 binden und in der Kirchverwertung liegen noch 3,6 Millionen Tonnen drin. Da sind wir natürlich wieder bei diesen Bereichen, die Grünen, wo auch InfraWatt wieder tätig ist, eben bei der Kirchverwertung oder beim Ausbau der Wärmenetze in urbanen Regionen, die auch vorgesehen sind. Also wir sind durchaus Teil dieses Plans, der, wie gesagt, sehr ambitiös ist. Es braucht also noch mehr und es gibt aktuelle Baustellen. Die erste Baustelle ist die Parlamentarische Initiative von Bastian Giro, erneuerbare Energien einheitlich fördern. Da wollen wir jetzt Förderlücken, die ich angesprochen habe, die es gibt, wollen wir beheben, die Förderbeiträge weiterführen und das ist für uns besonders schön, Investitionsbeiträge für Wasserkraftanlagen, bei Nebennutzungsanlagen, also eben bei Abwasseranlagen zum Beispiel, erlauben. Es braucht jetzt einen Boost, damit dieser graue Teil, den wir angezeigt und nicht gezeigt haben, damit der verschwindet. Den müssen wir jetzt
vorbereiten, damit dies nicht passiert. Das machen wir mit dieser parlamentarischen Steve Giro und wir sind Teil dieses Plans. Der muss nachher weitergehen mit einer Revision des Energiegesetzes und des Stromversorgungsgesetzes. Simonetta Sommaruga wird diese Revision am nächsten Freitag, am Freitag nach der Volksabstimmung zum CO2-Gesetz im Bundesrat vorstellen. Es war bereits die Vernehmlassung unterwegs. Die Erneuerbaren sollen weiter gestärkt werden. Die Förderbeiträge müssen weitergeführt werden und der Strommarkt soll geöffnet werden. Da hatte natürlich einerseits den Hintergrund eines Strommarktabkommens. Wir können von der EU kaum verlangen, Teil eines Strommarkts zu sein, wenn wir selber keiner sind. Aber es ist natürlich auch für die Erneuerbaren extrem wichtig, damit wir den Stromkunden auch die freie Wahl ihrer Stromqualität, sage ich jetzt mal, anbieten können, damit sie Ökostrom überall einkaufen können. Wir sind dabei bei diesem Plan, ich habe es gesagt, wir bringen uns ein und wir müssen die Potenziale, die wir haben, nutzen können. Voilà, das wäre der Bogen gewesen von der Schweizer Energiepolitik, von Infrawatt zur Schweizer Energiepolitik und wieder zurück. Wie gesagt, es gibt Potenziale, die uns betreffen und die werden uns da einbringen und ich bin jetzt sehr gespannt, was die Teilnehmer sagen, wie man das konkret machen kann. Denn ich bin der Politiker, der die Theorien wälzt in Bundesbern und das irgendwie versucht, in ein Gesetz zu gießen. Aber ich höre jetzt gerne zu, wie man das dann unten auf dem Boden tatsächlich macht. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Danke vielmals, Stefan, für deine Ausführungen. Die waren wirklich sehr präzise und prägnant. Ich gehe davon aus, dass du bis zum Schluss dabei bist und dass wir die Fragen am Schluss stellen können. Dann würde ich gerne weitergeben und Ernst A. Müller das Wort erteilen. Bis Ende März war er noch Geschäftsführer von Infrawatt. Jetzt ist das bei Laure Deschenres. Aber es geht hier in seinem Vortrag um die Energie- und CO2-Potenziale auf den Kläranlagen. Und mit seiner ganzen Erfahrung, die er hat, kann er da am besten erzählen. Und ich bin jetzt gespannt auf deine Ausführungen, Ernst, zum Thema, wo liegen die Schwerpunkte und welches sind die möglichen Fördermittel, die uns noch auf den Kläranlagen zur Verfügung stehen. Bitte Ernst, und ich glaube, für dich wird Sarah die Folien freischalten. Bitte sehr. Ja, vielen Dank für zunächst einmal an den VSA, dass wir zusammen wieder einmal nach längerer Pause diesen Energieanlass durchführen dürfen. Und ganz vielen Dank auch für die Vorlage von Stefan Müller-Altermatt und was er da in Bern bereits alles geleistet hat und natürlich auch am BEAT. Sehr gerne nehme ich dieses Thema auf. Es wurde ja gesagt, wir müssen liefern, wir haben Potenziale und gerne erläutere ich im Überblick, wie es aussieht mit den Potenzialen. Wir können gleich zur übernächsten Folie gehen. Und da habe ich einmal nachgeschaut, BAFU 2012. Soviel ich weiß, war das die letzte Potenzialabschätzung der Kläranlagen in der Schweiz. Und Sie werden dann noch von Levi hören später. Er hat diese Studie gemacht. Ich bin nicht von dieser alleine ausgegangen, sondern ich bin noch davon ausgegangen, dass die Kläranlagen mehr Strom verbrauchen, unter anderem mit der Mikroverunreinigung und habe dann versucht, eine grobe Abschätzung der Energiepotenziale zu machen. Sie sehen bei Potenzial zu oberst einmal die Einsparungen, also die Stromeinsparungen. Ich rede hier von der Stromseite, die ja kritisch ist, wie unser Nationalrat vorhin erwähnt hat. Wir wissen aufgrund vieler Erfahrungen, Praxisbeispielen, wir können auf Kläranlagen rasch einmal 20% Strom einsparen. Wir haben auch zum Teil viel höhere Zahlen, war da mal ein bisschen vorsichtig. Früher haben wir 2012 noch nicht von Sonnenenergie gesprochen.
Mittlerweile wissen wir, dass viele Kläranlagen geeignet sind, dass sie Solaranlagen über ihre großen Becken realisieren können. Das ist nicht bei kleineren möglich, aber doch bei einer Großzahl von Kläranlagen. Genau dieser helle gelbe Bereich, auch eine Abschätzung. Und selbstverständlich hat es auf jeder Kläranlage von mindestens ab einer gewissen Größe ein Gebäude. Die haben Dächer und auf diesen Dächern lässt sich natürlich Photovoltaik betreiben. Ich bin auch davon ausgegangen, dass die BHKWs ersetzt werden. Die Energieeffizienz, die Wirkungsgrade sind bei den heutigen oder vor allem älteren BHKWs, die noch vor 10 Jahren gebaut wurden, noch nicht so gut, wie das heute möglich ist. Wir wissen auch, dass wir die Klärgasmenge noch erhöhen können durch betriebliche Sofortmaßnahmen. Und Sie sehen, wenn Sie den Balken ist vergleichen mit Potenzial und sich einmal konzentrieren auf die blauen Teile. Das ist der Fremdenergieverbrauch. Das heißt, das ist eigentlich das, was die Kläranlagen auch bezahlen müssen. Und wenn wir hier Einsparungen machen, dann gibt es auch Kosteneinsparungen auf den Kläranlagen. Also wir schätzen im Moment, wir kommen von den 500 durch Eigenproduktion auf 400 Fremdenergie, Stromverbrauch 400 Millionen Kilowattstunden. Und wir kommen mit den Einsparungen, Solarenergieoptimierung, Klärgasnutzung auf etwa 100 runter. Also rund 300 Gigawattstunden Strom könnten wir auf den Kläranlagen einsparen. Wenn Sie da den Kuchen oben vergleichen, dann sehen Sie blau eingezeichnet in Kläranlagen, 14%, glaube ich, ja. Und grün gegenüber die Schulen, 11%. Das sind alle kommunale Kläranlagen. Dann sehen Sie, dass eigentlich der gesamte Stromverbrauch von diesen kommunalen Schulen eingespart werden könnten, alleine durch diese einfachen Maßnahmen auf den Kläranlagen. Wir wissen, das kommt in der nächsten Folie, das war jetzt der Stromteil, den Stefan bereits angetönt hat. Wir wissen, die heutige Einheit in der Politik ist nicht mehr Kilowattstunden, sondern das sind die CO2, da habe ich einmal eine grobe Abschätzung gemacht. Wir werden noch hören, wie Methan reduziert werden kann durch Abdeckung bei den Schlammstapeln. Es wurde geschätzt von South Pool, wir könnten da etwa 70 Millionen Kilowatt CO2-Äquivalent, also Methan ist sehr intensiv, CO2-intensiv, deshalb können wir 70 Millionen Kilo CO2-Äquivalente einsparen. Wir wissen nicht genau, wie viel Heizöl wir auf den Kläranlagen noch verbrauchen. Ich schätze etwa 5%. Wir sind aber sicher, dass wir alles kompensieren können durch Optimierung der Klärgasnutzung. Und wenn noch Bedarf ist, haben wir ausreichend Energiequellen im Abwasser, um den gesamten Heizölverbrauch auf den Kläranlagen zu kompensieren. Da kommen wir auf etwa 6 Millionen. Und in der Grafik mit den großen Maßnahmen wurde schon erwähnt, Wärmeverbünde, und da spielen wir wirklich in der ersten Liga. Berechnungen zeigen von Experten, dass wir alleine mit der Abwasserwärme bis 2050 9% vom Heizbedarf abdecken können. Wir denken natürlich, dass das jetzt schon stark zunehmen kann, und dann kommen wir auf 1200 Millionen Kilogramm. Also das ist eigentlich das größte Potenzial im CO2-Bereich, die externe Abwasserwärmenutzung, über welche die Kläranlagen in der Schweiz verfügen. Das zur Theorie, zu den Potenzialen. Ich möchte in den nächsten Grafiken noch ein Beispiel zeigen. Was kann man denn machen, um
diese Energiepotenziale systematisch auch zu beurteilen und umzusetzen. Ich hatte das Vergnügen, dass ich für den Kanton Schaffhausen eine Energiestudie machen durfte über die Energiekläranlagen. Ziel war zunächst einmal, die Energiepotenziale aufzulösen. Ich habe dann gesagt, mir persönlich reicht das noch nicht. Wir möchten auch Maßnahmen auf den ARA auslösen, um eben diese Energiepotenziale umzusetzen. Da hat der Kanton dann auch sofort zugewilligt und auch zusätzliche Beratungen in das Programm aufgenommen. Die Methode zur Abschätzung der Energiepotenziale, die stützt sich eigentlich auf diesen berühmten Leitfaden Energie in ARA. Für die deutschen Kollegen, das sind die Kläranlagen, Abwasserreinigungsanlagen oder KA in Deutschland. Dort sind ja die Energierichtwerte definiert und auch definiert, wie diese bei bestehenden Kläranlagen, was die eigentlich erreichen sollten und dann auch die Idealwerte, das sind dann die längerfristig erreichbaren Werte. Wir haben anschließend dann die einzelnen Kläranlagen individuell beraten vom Kanton, das ist die Behörde natürlich, die zuständige für die Kläranlagen war dabei und dann auch die Energiefachstelle wegen der Förderung unter anderem. Von den Kläranlagen waren die Betriebsleiter dabei, aber auch immer ein Verbandszuständiger. Ich weiß nicht, ob der Stefan Müller-Altermatt, der wird auch irgendwo in einem Abwasserverband sein. Wir haben gespürt, dass vor allem von den Verbandsvertretern, den politischen Vertretern, Druck kommt oder der Wunsch kommt, wir wollen in diesen Bereichen, die sinnvoll sind, etwas machen. Wir haben nicht nur die Resultate der Studie, die Potenziale vorgestellt, wir haben auch angehört und uns informiert, was bereits gemacht wurde im Energiebereich, was noch geplant wurde. Und vor allem haben wir zusammen dann über weitere Möglichkeiten diskutiert. Da darf ich auch den B.A. Kobel nochmals erwähnen. Er als Fachexperte war mit dabei und hat da einiges mitgeholfen. Selbstverständlich am Schluss haben wir Empfehlungen gemacht. Auf der nächsten Folie, das kennen Sie eigentlich schon, das ist die energetische Bewertung mit dem Ist-Zustand, dem Richtwert und dem Idealwert. Das ist eine kleine Kläranlage, darf ich sagen, es ist Marthalen in der Nähe von Schaffhausen, 5400 Einwohnerwerte. Sie haben ein BHKW, das ist eigentlich erfreulich, und mit dem BHKW 0 Liter oder 0 Kilowattstunden Heizölverbrauch, also Eigenverbrauch, Wärme 100%. Wenn wir mal eine Kolonne anschauen, Stromverbrauch, die oberste Kolonne, Istverbrauch ist 65 Kilowattstunden pro Einwohnerwert. Da erreichen Sie noch nicht den Richtwert und den Idealwert sowieso nicht mit 54 oder 51. Deshalb sind die rot eingetragen. Sehr gut sind sie beim Stromverbrauch Biologie, deutlich unter den Kennwerten, wobei wir nicht ganz sicher sind, wo denn der restliche Stromverbrauch ist. Der wird jetzt im Moment noch untersucht. Grad der Klärgasnutzung 99,8%, also sehr, sehr gut und so weiter und so fort. Ich komme zur nächsten Folie. Wir haben für jede einzelne Kläranlage die Potenziale berechnet, wie ich das schon gesagt habe. Und man sieht hier auch, wenn Sie zu unterst schauen, vom Fremdstromverbrauch von heute könnte man alleine bei diesen Anlagen 60% mit dem Idealwert einsparen, die Klärgasproduktion, die Stromproduktion aus Klärgas noch erhöhen. Und sehr beträchtlich auf den Dächer und Becken noch einiges erreichen mit der Solarenergie, was wir jeweils auch berechnet haben. Sie sehen, 13,3 Millionen Franken könnte man einsparen. Das heißt, es lässt sich also einiges an
Investitionen tätigen. Wir haben auf der nächsten Linie eine ganze Reihe von, auf der nächsten Folie, eine ganze Reihe von Maßnahmen aufgeführt. Ich möchte da nur erwähnen, Grobanalysen. Interessant war auch bei den Großverbrauchern, dass eigentlich der Vollzug noch weit hinterherhinkt. Wir haben bei allen auch Abwasserwärmenutzung gesehen. Und der Kanton ermittelt im Moment die Kontingente für die Wärmenutzung aus den Kanälen. Kommen wir auch gleich schon zur nächsten Folie, zur Zusammenfassung von dieser Aktion. Die Potenziale, wie Stefan Müller-Altermatt das gesagt hat, sind sehr groß. Vor allem aber wichtig, wir konnten bei allen Kläranlagen zwischen 3 bis 7 konkrete Energiemaßnahmen finden in Zusammenarbeit mit den Kläranlagenbetreibern. Und wie bereits gesagt, die Kläranlagen gehen das an, nicht zuletzt auch dank den politischen Vertretern. Sie sehen hier auch nochmals die Schwergewichte, Stromeinsparung, Photovoltaik neu und natürlich auch die Produktion aus Klärgas. In der zweitnächsten Folie noch ein Überblick über die versprochenen Fördermöglichkeiten. Ich möchte hier vor allem auf die Fachgrundlagen Leitfaden Energie in Nara hinweisen. Wenn Sie den noch nicht haben, gehen Sie zu Sarah Engelhardt beim VSA, denn der sollte bei jeder Kläranlage eigentlich vorhanden sein. Dann unsere kostenlosen Beratungen, die helfen, wie das vorhin gesagt wurde oder gezeigt wurde, die helfen Ihnen. An Machbarkeitsstudien zahlen häufig Kantone etwas und es gibt von Energie Schweiz für Gemeinden ein Förderprogramm, vor allem für Energieanalysen, Konzepte und so weiter. Allerdings Maximum 40% und es eilt bis 31. Juli, müsste das eingegeben werden. Ich kann Sie dabei unterstützen, wenn Sie sich an mich wenden. Die größeren Förderbeiträge auf der letzten Folie ist natürlich an die Realisierungen. Es gibt an die Abwasserwärmenutzung gibt es Förderbeiträge von der Stiftung Klick oder vom Kanton. Da möchte ich explizit darauf hinweisen, dass es Doppelförderung gibt. Das ist gesetzlich festgelegt, dass der Kanton Anschlussbeiträge zahlt und Klick an die gesamte Wärmeverbund etwas geben kann. Die Stromproduktion, da sind wir gespannt, ob die Motion durchkommt für diese Übergangslösung. Und wir hoffen natürlich, dass unser Nationalrat bzw. auch die Energiekommissionen dann sagen, wir werden in Zukunft BHKWs auf Kläranlagen weiterhin fördern, gibt sogar Zahlen bis zu 60%. Deshalb ist es wichtig, dass Sie sich darüber informieren, wie der Stand der Förderung ist. Photovoltaik gibt es Förderung, Stromeinsparung für Einzelprojekte und Methanreduktion, das werden Sie noch hören. Wenn Sie sonst Fragen haben, können Sie energiefranken.ch nachfragen oder Sie können sich gerne an uns wenden. Auf der letzten Folie haben Sie nochmals die Anschrift. Falls Sie das lieber direkt bei der neuen Geschäftsleiterin machen oder auf Französisch natürlich oder in der Deutschschweiz, melden Sie sich, wenn Sie Fragen haben oder Beratungen wünschen. Dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke sehr, Ernst, für deine Ausführungen. Es hat schon 2 Fragen im Chat, die du mal anschauen kannst und am Schluss dann mit allen gemeinsam beantworten willst. Du hast es gezeigt, 400 Millionen Kilowattstunden sind noch der Verbrauch an den Kläranlagen oder der Bedarf aus dem Netz sollte runtergehen auf 100 Millionen. Und davon ist ungefähr 1/3 Effizienz, 1/3 Solar und 1/3 Klärgas, also die Stromproduktion dort auch heraus. Und Strom von den Dächern
oder von den Flächen, die bis dato nicht genutzt werden konnten auf den Kläranlagen, ist ein wesentlicher Teil dabei. Und das soll überleiten auf den nächsten Vortrag von Simone Bützer von Hunziker Betatech. Und zwar zum Thema Solarenergie auf Dächern, nichts Neues, aber eben über den großen Becken. Und da werden wir hören, was die Einsatzmöglichkeiten sind, die Technologien, aber auch die Kosten an konkreten Beispielen. Bitte, Simone. Herzlichen Dank, Beat. Es freut mich sehr, dass ich Sie heute in den nächsten rund 12 Minuten an die Sonne führen darf auf diesem virtuellen Podium. Ich bin Simone Bützer, leite die Abteilung Verfahrenstechnik der Hunziker Betatech AG in Zürich und durfte bereits diverse Energiestudien machen, arbeite hier seit 12 Jahren. Ich führe Sie gerne über die Einsatzmöglichkeiten, Technologien und erläutere das anhand von Beispielen, die wir bei Hunziker Betatech erarbeiten durften in den letzten 12 Jahren und werde dann mit den Kosten und Fazit abschließen. Die Ausgangslage, wir haben das bereits gesehen, wir haben den Leitfaden Energie in Aarau jetzt auch von Ernst Müller wieder gesehen. Die Photovoltaik war in den Jahren 2008 und 2010 ein Randthema. Es war einfach erwähnt, schaut doch auf die Dächer und installiert etwas, aber es wurde nicht forciert. Wir durften auch verschiedene Studien machen und darin hat sich gezeigt, dass wenn wir Module auf den Dächern der Kläranlagen installieren, da können wir rund 5-8% des Strombedarfs der Kläranlagen dazu mal noch ohne Mikroverunreinigungsstufe abdecken. Die freien Flächen, die waren immer ein Thema in diesen Studien, aber die Unterkonstruktionen waren lange Zeit zu teuer und deshalb konnten wir auch diese Anlagen nicht das wirtschaftlich belegen und nicht umsetzen. Mit dem Sieger der WattDoor 2019, der DHP, sie hat mit dem Faltach Horizon diesen WattDoor 2019 gewonnen. Seither können wir nun den Anteil der Photovoltaik auf den Kläranlagen, auf den größeren Anlagen auf 20-25% der Kläranlage steigern. Das sind so unsere Erfahrungswerte auch aus diesen Beispielen, die ich gerne vorstelle im Nachgang. Heute laufen wir bereits in die Situation, dass wir ein Energiemanagement auf der Kläranlage erstellen müssen, also die Abstimmung der Stromproduktion durch die Photovoltaik mit der Stromproduktion der Wärmekraftkopplung, also den BHKWs etc. Wir haben Einsatzmöglichkeiten natürlich auf der Dachfläche. Da sehen wir ein Flachdach West-Ost ausgerichtet oder aber ein Schrägdach, das sich der Dachneigung oftmals einfach ansiedelt. Dann haben wir an der Fassade Möglichkeiten, zum Beispiel auf der vertikalen Fläche hier auf dem Gebäude. Das durften wir für Michael Kaspar von der Aarau-Kloten-Opticon anschauen. Oder aber auch hier auf den Faultürmen eine gewölbte vertikale Fläche, die wir betrachten durften und dass die Möglichkeit geben, mit einer Photovoltaikfassade ausgerüstet zu werden. Über den Becken sind es diverse Anlagen, die in den letzten, ich sage jetzt mal, 3 Jahren wirklich ausgerüstet wurden. Die Aare Morgenthal ist jetzt in der Installation. Da wird im Juli die Kläranlage, dann werden die Installationen abgeschlossen und die Anlage bald in Betrieb genommen. Die Aare Eich-Bassersdorf ist seit letzten Herbst in Betrieb und hat seither schon 100.000 Kilowattstunden produziert. Also ein schönes Beispiel. Wenn wir die Einsatzmöglichkeiten anschauen, dann sehen wir auf den Dachflächen, aber auch über den Becken können wir spezifisch rund 850 bis 950 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak pro Jahr Energiemenge generieren. Und bei den Fassaden ist es leicht weniger. Da sind wir bei rund 600 Kilowattstunden pro Kilowatt Peak pro Jahr. Die Blendwirkung ist ein Thema bei all diesen Einsatzmöglichkeiten. Wir haben verschiedene Module, die die Blendung reduzieren können oder können Module eingesetzt werden, bei der Blendeffekt reduziert wird, ist aber auf den Kläranlagen selten der Fall. Und die Deposition, die adressieren wir mit dem Aufstellungswinkel.
Es hat sich auch gezeigt bei den Dachflächen, dass wir die Südausrichtung, die hat sich richtig oder tendenziell Richtung West-Ost verschoben. Zum einen ist das aufgrund der Spitzen, auf diese komme ich noch, die wir ausgleichen möchten. Zum anderen ist auch die Aufständerung, welche eine umfangreichere Genehmigung erfordert, die diesen Trend ausmacht. Über den Becken haben wir die Stahlkonstruktion, das würde ich auch gerne anhand eines Beispiels zeigen. Und natürlich auch die Rahmenbedingungen, die Zugänglichkeit zu den Becken, die auch über die 25 bis 30 Jahre Lebensdauer dieser Anlagen gewährleistet sein muss. Dann das Pro über den Becken ist eben dieses Faltdach Horizon der DHP, die zum einen die ganze Zugänglichkeit gewährleistet mit dem Zurückfahren der Module, aber auch als zusätzlicher Pluspunkt die Verschattung der Nachklärbecken generiert und daher auch die Algenproduktion vermindert. Von den Technologien her, da gibt es nicht viel Neues. Das sind die monokristallinen Module, die in den letzten Jahren günstiger geworden sind und auch vielfach eingesetzt werden. Die polykristallinen, die reicht tiefer sind in der Produktion oder und auch einen etwas geringeren Wirkungsgrad aufzeigen. Ich habe es Ihnen hier noch dargestellt, das monokristalline Modul, das dunkle schwarze und das polykristalline dann dahinter das blaue. Die Dünnschichtmodule, das ist ein sehr einfaches Modul, auf das das Trägermaterial aufgedampft wird, hat einen sehr tiefen Wirkungsgrad und ist auch selten eingesetzt auf den Anlagen. Die EPFL, die ist sehr stark in weiteren Forschungsprojekten. Da gibt es ein neues Modul auf organischer Basis, ein Flüssigmodul, ist aber noch Gegenstand der Forschung und wird in den kommenden Wochen gibt es eine Konferenz geleitet von der EPFL über diese Neuerung. Die Erkenntnisse aus der Planung ist so, dass wir weitere effizienzsteigende Maßnahmen antreffen in Angeboten, zum Beispiel auf der Aragossau-Grüningen. Da konnten wir eine Anlage mit MPP-Trackern umsetzen und dieses Angebot hat doch rund 10% mehr Ertrag auf der gleichen Dachfläche generiert. Das gibt diese MPP-Tracker, die schalten die gleichen die Reihenschaltung aus. Das heißt, wenn ein Modul etwas weniger produziert, dann wird es über die anderen ausgeglichen und nicht der ganze String wird dann zurückgefahren. West-Ost gibt eine bessere Verteilung. Wir haben einen gleichmäßigen Stromanfall auf der Kläranlage und gleichen sozusagen diese Südspitzen aus. Ich habe hier etwas mitgebracht aus einem aktuellen Forschungsprojekt, das ich zusammen mit der Fachhochschule Nordwestschweiz erarbeiten darf, mit Dr. David Zock. Wir sehen hier die Mittagsspitze, das ist die Einstrahlung effektiv von der Gossau auf der Aragossau-Grüningen. Und das hier drüben ist die effektiv gemessene Strahlung auf der Kläranlage. Und die beiden anderen Kurven, die Sie hier sehen, sind Vorhersagen dieser Stromproduktion durch die Photovoltaikmodule. Wir sind dran, ein Tool zu erschaffen, das die Vorhersage über 3 Tage oder in 3 Tage im Voraus machen kann. Das hier dargestellt ist eine Ausrichtung des Modells, die wir noch anpassen müssen. Aber ich denke, es illustriert eigentlich beides. Zum einen, dass wir daran sind, das Energiemanagement und diese Vorhersagetools zu erarbeiten. Und das andere, dass wir eben wirklich mit diesen Südausrichtungen sehr hohe Spitzen generieren, die dann wieder zu weiteren Problemen auf der Kläranlage führen kann, zu einer ungleichmäßigen Stromverteilung. Die Aare Bassersdorf darf ich bereits seit rund 8 Jahren betreuen, Patrick Sonderegger. Wir durften 2015 eine erste Photovoltaikstudie erarbeiten und haben da alle Dachflächen, hier das Betriebsgebäude, das Maschinenhaus, Feinrechengebäude und aber auch die neue Ozonung oder die Nachklärung und den Biologieblock mit Photovoltaikmodulen ausgerüstet, haben das kalkuliert, gesamthaft haben wir 400 Kilowatt Peak ermittelt. Rund 30% des Strombedarfs hätten wir damit decken können.
Wenn wir aber die Wirtschaftlichkeit anschauen oder nach der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung hat sich dann herausgestellt, dass nur rund 90 oder 93 Kilowatt Peak effektiv wirtschaftlich wäre, auch mit den Fördermaßnahmen und dass 8% des Strombedarfs der Kläranlage abdeckt. Wir haben die Stahlkonstruktion oder die Becken, über den Becken haben wir eine sehr aufwendige Stahlkonstruktion kalkuliert mit einer Aufständerung von etwa 2,5 Meter im südlichen Bereich und im nördlichen etwa 5, da hier dargestellt auf der neuen Ozonung, hier dargestellt auf dem Beckenblock. Sie sehen, es ist eine fixe Installation, die auch den Betrieb behindern würde und durch diese massiven Höhen und die Windlasten, die wir berücksichtigen mussten, kamen wir auf spezifische Preise von rund 26 bis 30 Rappen pro Kilowattstunde. 2019 durften wir diese Studie aktualisieren. Aufgrund der Effizienz der verschiedenen Module oder der Module kamen wir auf 424 Kilowatt Peak Leistung, die wir installieren könnten und haben dann auch die Becken nochmals detailliert ausgezogen. Auf der Nachklärung der Biologie und der Vorklärung wären rund 327 Kilowatt Peak Leistung zu installieren möglich. Das sind 75% des effektiven Leistungspotenziales. Wir konnten dann auch das Gespräch führen mit THP und sie haben ein Projekt ausgearbeitet von der Anlage, die dann diese 333,6 Kilowatt Peak ausgearbeitet oder erbringt. Das sind 33% zusätzliche Leistung gegenüber dem, was wir ausgezogen haben, wenn man das Vorklärbecken abzieht. Die spezifischen Preise, für die DHP das Ganze ermitteln konnte, sind bei einer Amortisation von 30 Jahren 15 Rappen und bei 25 Jahren bei 17,3 Rappen pro Kilowattstunde. Dies Ganze wurde kalkuliert mit 0% Zins. Die Inbetriebssetzung war, wie vorangewähnt oder erwähnt, im Herbst 2020. Sie sehen hier das Faltdach jetzt im Frühling 2021. Die Kostenentwicklung oder die spezifische Kostenentwicklung der Aare Bassersdorf, ich möchte nicht auf alles ins Detail eingehen, Sie können die Präsentation im Nachgang, werden Sie diese auch erhalten, aber wir sehen eine kleine Reduktion der Preise im Bereich der Dachflächen aufgrund der Effizienz der Module in den letzten 10 Jahren und natürlich eben auch diesen eindrücklichen Kostensprung bei den Becken aufgrund der einfacheren Stahlkonstruktion, der leichten Stahlkonstruktion des Faltdach Horizon. Wenn wir die wirtschaftlich nutzbare Fläche anschauen, dann waren es rund 10% in den Vorstudien und jetzt halt mit dem Faltdach sind es doch 60-70% der Arealfläche, die wir nutzen können und einen Stromertrag von 250.000 Kilowattstunden pro Jahr generieren können. Das deckt inklusive Mikrofonreinigungsstufe rund 23% des Strombedarfs der Kläranlage Eichen-Bassersdorf. Vorhin waren es rund diese 8-9%, die ich angekündigt habe. Und die Fördermaßnahmen, die haben sich auch entwickelt, aber da möchte ich jetzt aus Zeitgründen nicht darauf reingehen. Ein weiteres Beispiel ist die Aare Morgenthal von Rolli Boller, die eben wie in den vorhergehenden Fotos haben Sie das gesehen. Wir haben hier eine Installationsfläche mit einer Leistung von 720 Kilowatt Peak, die jetzt realisiert wird. Die Installationen werden jetzt abgeschlossen und da konnte ein spezifischer Preis von sogar 13,3 bis 14 Rappen pro Kilowattstunde ermittelt werden. Also nochmals noch etwas wirtschaftlicher als in Bassersdorf. Dann möchte ich auf unseren Stand, Planungsstand bei HBT eingehen oder unseren Standard. Wir rüsten grundsätzlich die Dachflächen, die wir zur Verfügung haben, in den Projekten aus, sei es zum Beispiel hier ein kleines Pumpwerk im Einzugsgebiet der Aare Eich in Bassersdorf. Wir haben hier ein Giebeldach dieses Pumpwerks, werden daneben ein neues Stahlgebäude realisieren mit einem Schrägdach, das wir dann auch mit Photovoltaikmodulen ausrüsten. Rund 20 Kilowatt
Watt Peak Leistung, die wir da installieren können. Dann die Schlammlagerhalle, ein Werterhaltungsprojekt der Schlammentwässerung in Thurgi, der Aralauf-Fecker des ABW von Thomas Schlup. Hier haben wir die ausgerichtete Dachfläche, werden wir sicherlich mit Photovoltaikmodulen ausstatten, 70 Kilowatt Peak. Das bedeutet, mindestens die Hälfte der zukünftigen Schlammentwässerung werden wir über diese Photovoltaikmodule abdecken können, der Energiebedarf. Abklärungen für die zweite Dachhälfte laufen noch. Dann in Sargans, da haben wir das Faltdach Horizon ebenfalls integriert in das Projekt über den ganzen Biologiebeckenblock. Im hinteren Bereich sind es auch die Vorklärbecken. Das Projekt, das läuft bei uns unter Roman Hirzel und ist eben komplett in das Revit-Modell integriert. Wir sehen das hier, wir haben das auch mit DHP zusammenkommt. Haben wir alle Informationen erlangt, um dies in das Revit-Modell zu übernehmen. Das Gleiche ist auch vor einigen Jahren bereits mit ARO geschehen. Da haben wir auch die Photovoltaikanlage in die digitale Planung integriert. Das war aber einfach eine Dachfläche, die wir da berücksichtigt haben. Die neue Ozonung der ARA Birmensdorf sind wir auch jetzt daran, die Photovoltaik auszuziehen. Eine rund 60 Kilowatt Peak Anlage, die rund ja, die Hälfte des Strombedarfs der neuen Ozonung decken kann. Die Erfahrung zeigt, die politischen Entscheidungskriterien sind die nachhaltige Energieproduktion. Die Betreiber der Anlage sind interessiert, wirklich die Energie nachhaltig zu produzieren. Und die Investition trägt sich über die Lebensdauer mit der Berücksichtigung der aktuellen Ansätze der ProNovo. Mit 0% Zins können wir aktuell immer einen Gewinn ausweisen. Mit 1% ist es selbsttragend. Mit 2% wird es knapp nicht wirtschaftlich. Aber auch die betrieblichen Benefits sind natürlich gute Argumente für eine Photovoltaikanlage, sei es über dem Becken oder auch über den Dachflächen. Die Betriebsweise kann selbstständig über das Personal erfolgen oder aber auch über einen Kontraktor. Das gibt immer die Möglichkeit, diesen Betrieb abzugeben. Wenn wir das anschauen, eine Studie von Swiss Cleantechs, dann sehen wir, dass wir jetzt bei rund 20 Quadratkilometer Dach- oder Photovoltaikfläche sind. Die möchte man auf 113 erweitern. Also die Kläranlage kann sich wirklich maßgeblich an diesem Flächenwachstum beteiligen oder die Abwasserbranche. Und wenn wir die effektive Solarstromproduktion anschauen, wir haben das bereits bei den Vorrednern gesehen, dann können wir jetzt groß handeln, sind bei rund 5 Terawattstunden pro Jahr und belaufen uns dann auf die 23 Terawattstunden pro Jahr mit der Energiestrategie 2050. Als Fazit, die Photovoltaikanlagen auf ARA sind Standard und es sind großes Interesse bei der Betreiberschaft vorhanden. Die Flächen über den Becken werden großteils genutzt, viele Projekte stehen an, es ist aber immer in Koordination mit den Ausbauprojekten zu erarbeiten aufgrund der Lebensdauer von 25 bis 30 Jahren. Der Mehrverbrauch der EMV-Stufe kann gedeckt werden, anhand von Wassersdorf konnten wir das zeigen. Die Zusatznutzen sind auch sehr positiv mit der Verminderung der Algenproduktion. Die Wirtschaftlichkeit ist aufgrund der Verbesserung, der Entwicklung, der Effizienzsteigerung der Module und neuen Technologien immer besser. Und es ist aber wichtig, die Individualität der Kläranlage zu berücksichtigen. Es erfordert eine Potenzialstudie und dann aber auch eine detaillierte Planung für eine solche Anlage. Die Möglichkeit eines Contractings besteht in jedem Fall auch. Gut, herzlichen Dank. Danke sehr, Simone, für diese Ausführungen, auch die Möglichkeiten, die du aufgezeigt hast, was wir eben nicht nur auf den Dächern installieren können, was wir über den Becken auch machen können. Du hast ein bisschen Zeit beansprucht, darum gehe ich gleich weiter zum nächsten Referenten. Jetzt waren wir sehr stark bei der Energie, bei der elektrischen Energie. Jetzt kommen wir zum ganzen Klimathematik bezüglich den Emissionen, Treibhausgase
oder wenn ich das konkretisiere, Methanschlupf auf Kläranlagen, Lachgasemissionen etc. etc. Hier wird uns John Levy von der Firma Hollinger einen Überblick über die Treibhausgase auf den Kläranlagen geben und Beispiele zur Verminderung des Methanschlupfs aufzeigen. Bitte, John, du hast das Wort. Danke, Beat. Guten Tag, Damen und Herren. Ich darf von meiner Seite auch sehr konkrete Projekte zeigen, die wir auf Kläranlagen realisieren konnten. Hier geht es jetzt primär nicht um Energie, sondern um Treibhausgase, auch ein wichtiges Thema, das wir ja an der nächsten Abstimmung hoffentlich richtig entscheiden werden. Ich streife nur drei kurze Inhaltspunkte. Was für Quellen haben wir bei den Treibhausgasen auf den Kläranlagen? Ich gehe insbesondere auf ein ganz einfaches und sehr konkretes Mittel ein. Wie kann ich den Methanschlupf auf den Schlammstapeln reduzieren? Wie kann ich ihn quantifizieren? Lohnt sich das? Und für dieses Projekt gibt es ebenfalls ein Förderprogramm, das jetzt ganz neu lanciert wurde, das ich kurz erläutern möchte. Wo verlieren wir Methan auf den Kläranlagen? Vielfach geschieht das völlig unkontrolliert. Wir merken das gar nicht, aber es geht wirklich die Post ab. Ablagerungen in den Kanalisationen, in den Zuläufen, in den Pumpwerken. Dort ist wichtig, dass die Kanäle einfach sauber sind, dass wir keine großen Ablagerungen haben, sodass dort Emissionen entstehen können und über die Kanaldeckel in die Umgebung entweichen. Wo man es dann klar und konkret sieht, ist, wenn ich Schlamm in den Vorkehrbecken trichten lagern. Insbesondere im Sommer kann ich ganz einfach reduzieren, indem ich dort den Schlammabzug intensiviere und keine Schlammdepots in der Vorklärung provoziere. Gerade nachfolgend sind die Frischschlammschächte. Ich kann genau dasselbe wie in der Vorklärung in den Frischschlammschächten ausführen, indem ich den Schlamm zu lange rumliegen lasse, sodass er in Fallprozesse kommt. Ich verliere Gas und ich produziere auch Geruchsemissionen. Dann gehe ich auf die offenen V-Schlammstapel ein, ein spannendes Projekt, das lange Zeit vernachlässigt wurde. Und betrieblich ein Auge drauf haben auf die Leckagen in der Gasstraße, zum Beispiel auch der Zustand der Membranen bei den Gasometern. Und auch die Gasverwertung ist ein Thema. Man spricht immer vom Gasschlupf bei der Gasaufbereitungsanlage, wie groß ist der Gasschlupf beim BKW bei der Verbrennung oder auch beim Gasbrenner, wird das wirklich vollständig verbrannt oder gelangt Methan unkontrolliert in die Umgebung? Ein Auge drauf haben, sich der Sache annehmen. Ein anderes Gas ist das Lachgas, ein Thema, das in der Forschung aktuell ist. Es gibt verschiedenste Untersuchungen. Wir wissen aber noch nicht so viel, das ist noch nicht so verbreitet. Die Untersuchungen zeigen aber, dass wenn ich hohe Nitritwerte in der Biologie provoziere, ich die Bildung von Lachgas in der Biologie fördere. Das kann ich provozieren, indem ich tiefe O2-Werte in der Belüftung fahre, wenn die Nitrifikation eingesetzt hat. Wenn ich die beiden Prozesse, also Nitritbildung und die O2-Konzentration im Belegschlammdeckel im Griff habe, so habe ich tendenziell auch geringe Lachgasemissionen. Ein spezielles Thema ist die Lachgasemission in der Rauchgasbehandlung der Schlammverbrennungsanlage. Das ist dann ganz stark technologisch bedingt. Und nicht zu vergessen, die direkte CO2-Emission auf der Kläranlage. Überall, wo ich Methan bilde, das ist das erste Kapitel, habe ich tendenziell auch CO2 mit dabei. Also wenn ich die ersten Punkte richtig behandle, so habe ich auch die CO2-Emission reduziert. Natürlich tue ich bei jeder Verbrennung des Klärgases und so weiter tue ich CO2 emittieren, aber besser CO2 als Methan, das ist ganz klar. Und auch bei der Schlammstabilisierung in der ganzen Faulung kann CO2 freigesetzt werden, wenn ich das dort verliere. Ich gehe jetzt auf das spezielle Thema Methanverluste, Methanemissionen im offenen V-Schlammstapel aus. Wir kennen das ganz übliche Schema. Wir haben den großen Faulraum. Vielfach haben wir einen ähnlich großen Nachfallraum, vor allem auf Kleinkläranlagen und oftmals auch noch einen offenen Schlammstapel. Und es gibt eine unsägliche Grafik von der Faulschlammfaulung aus den 60er Jahren, die zeigt, wenn ich 20 Tage lang Schlamm faule,
so passiert nachher in den nachfolgenden Reaktoren nichts mehr. Das hat sich in den Köpfen festgesetzt und es ist schlicht und ergreifend zu optimistisch, mal gelinde ausgedrückt. Es geht echt die Post ab in diesen offenen Schlammstapeln. Man sieht das, wenn man von oben auf die Oberfläche schaut, und man sieht das auch in den Zahlen. Konkret geht es einfach darum, im Austrag vom Fallraum in den ersten Schlammstapel bis zur Schlammentsorgung habe ich immer noch den Glührückstand drin, das Mineralische, und die Differenz von der gesamten Masse ist der Glühverlust, also das Organische. Den Glührückstand kann ich messen, rechnen, und was ich nachher weiß, ist, wie stark sich dieser Glühverlust in der ganzen offenen Stapelung bis zur Entsorgung auswirkt. Also ich muss diese Masse, diese Konzentration muss ich rechnen, im Analytik, im Labor bestimmen. Und ich kann es dann einfach mal übers Jahr hochgerechnet, über die Tonne TS, die ich entsorge, kann ich es abschätzen, wie viel Organik in Kilogramm verliere ich, wie viel Gas bilde ich in dieser Strecke drin. Das ist eigentlich relativ einfach. Konkrete Zahlen. Wir hatten die Freude, für einen Kanton mal eine kantonsweite Untersuchung auf allen Kläranlagen zu machen. Die Kläranlagen haben sich freiwillig an diesem Messprogramm beteiligt und sie haben dafür eine Auswertung genau dieser Methanemissionen für ihre Kläranlage erhalten. Wir haben dann die linke Grafik erstellt. Dort sehen Sie in der Y-Achse die Aufenthaltszeit in der Faulung. Die startet ebenso bei 18 Tagen, geht hoch bis 45 Tagen und in der X-Achse ist die Aufenthaltszeit im Stapel. Wie lange tue ich den Schlamm im offenen Stapel lagern? Und tendenziell ist die Erwartung, dass wenn ich ganz lange faule und ganz kurz staple, dass dann eigentlich die Situation einigermaßen im Griff ist. Aber gerade der erste Punkt, der dicke oben links, mit 12% Methanverlusten zeigt, dass auch bei solchen Anlagen irgendetwas nicht so in Ordnung sein kann. Aber was wirklich erstaunt ist, die Größe dieser Punkte, Sie sehen, dass eigentlich nur 4 dieser 21 Punkte im Bereich von 2-3% Methanverluste sind. Das sind übliche Faulungen um die 25 Tage. Und die große Streubreite zeigt, dass wir zwischen 8-15% Methanverluste in diesen Schlammstapeln haben. Das sind einfach die Auswertung dieser Zahlen. Wir hatten sie nicht konkret hinterfragt, weil wir konnten die Analysen der einzelnen Kläranlagen nicht hinterfragen. Aber die Bandbreite ist wirklich erstaunlich hoch, wie viel Methan wir hier verlieren und im Prinzip welches Potenzial wir haben, um die Situation zu verbessern. Rechts davon die Grafik einer Kläranlage. Die blaue Linie ist der Auslauf des Fallraumes, also der Glührückstand, und die orange Linie ist der Zulauf zum Dekanter. Eigentlich die konstante Differenz von ungefähr 2% ist der Abbau der organischen Substanz in diesen offenen Stapeln. Und über die Jahresfracht an Schlamm kann ich diese 2% sehr schnell als überschlägliche Rechnung in Methan umrechnen. Und so kommt man relativ rasch auf der Kläranlage selbst zu Resultaten. Man kann das Ganze auch im Labor machen. Es gibt anaerobe Abbauversuche im Labor. Man gibt den spezifischen Schlamm einer Kläranlage ins Labor. Die testen das durch und dann kann ich Resultate bekommen in Gramm Methan, die ich bilden kann in der Schlammqualität im auslaufenden Stapel und kann das nachher auch über die Dauer der Tage, die ich diesen Schlamm lagere, nachvollziehen und prognostizieren, wie groß diese Maßnahmen sind. Spannend ist, dass jetzt gerade neu im 2021 das Klick-Programm für die Abdeckung dieser Stapel erneuert wurde. Dieses Klick-Programm lief bereits bis Ende 2020, war aber zeitlich limitiert. Und es hat mich als Umweltplaner wirklich sehr gefreut, dass dieses sehr spannende Programm vom BAFU verlängert wurde. Verwaltet wird dieses Programm von der Firma South Pole in Zürich. Das sind meistens sehr junge Leute, die sind sehr engagiert. Und in Abänderung zum BAFU ist diese Programmanmeldung wirklich sehr einfach. Die ist pragmatisch machbar. Man kann diese Formulare auf der Homepage von South Pole runterladen und ausfüllen. Und wenn man auch nicht alles auf Anhieb richtig verstanden hat,
die Leute von South Pole kontaktieren uns und sie helfen uns weiter, dass wir schnell zum Ziel kommen. Also das Ausfüllen des Programmantrages muss vor den Entscheidungen der Ausführungen erfolgen und nachher kommt das relativ schlank ins Rollen. Das Förderprogramm startet jetzt im 2021, also ab sofort können Sie sich dort anmelden und es hat ganz spannende Konditionen. Erst einmal pro Tonne CO2-Äquivalent bekomme ich 140 Franken für diese Methanemissionen, die ich nicht emittiere. Und dieses Programm, wenn ich es heute umsetze, bekomme ich diese Beiträge bis Ende 2030. Bis dann ist es limitiert. Ich bekomme maximal die Summe, die ich investiert habe, als Reinvestition von diesem Klickprogramm. Und wenn ich alles amortisiert habe, bekomme ich nur noch in Anführungszeichen 10.000 Franken pro Jahr an die Betriebskosten plus 25 Franken CO2 pro Tonne CO2-Äquivalent. Was ich aber machen muss, ich muss gewisse Messgeräte zusätzlich installieren. Ich muss zeigen und nachmessen, wie viel Methan ich effektiv nicht emittiert habe. Und so wird das nachher abgerechnet jährlich über dieses Monitoring, das mir nachher die Rückzahlung von der South Pole bzw. vom BAFU bringt. Die Zahlen, die wir jetzt aus konkreten Projekten haben, also heute vom alten Programm her, sind bereits 14 Kläranlagen beim South Pole-Programm mit dabei. Und die Zahl, die Ernst Müller vorher genannt hat, von 8%, die man hier zusätzlich an Gas auf der Kläranlage abfangen kann, in der Gasverwertung zusätzlich noch Wärme und Strom produzieren kann, die sind belegt. Es geht locker auch noch besser, dass man noch bessere Werte erreicht. Und die Gelder fließen relativ schnell. Ein wichtiger Punkt ist, dass die Maßnahme freiwillig ist. Im Kanton Zürich gibt es eine Baubewilligung. Dort wird die Methanemission der Kläranlage analysiert. Wenn ich zu schlecht bin in einer Baubewilligung, bekomme ich die Auflage, dass ich das vom Gesetzes wegen verbessern muss. Und dann gibt es keine Förderung. Also wenn ich so eine Maßnahme im Kanton Zürich machen will, am besten vorweg freiwillig machen, dann ist es förderungsfähig und nachher kann ich das große Ausbauprojekt der Kläranlage machen. Die Zahlen geben eben 6 bis 11% Klärgasgewinn und ein normaler Faulraum mit einem neuen Rührwerk, vertikal eingebaut, Gashaube, Gasstraße, Elektrotechnik, die ganzen Messungen. Und am besten auch die Nachfaulung in die Schlammerwärmung integrieren. Kostet ungefähr 250.000 Franken Investition. Und dieses Geld kann man in den allermeisten Fällen, wenn man 10 Jahre Amortisation hat, praktisch amortisieren über diese Fördergelder. Und ich habe gesagt, wenn ich den Nachfallraum in die Schlammerwärmung integriere, dann habe ich auch eine Erhöhung der Redundanz. Das heißt, wenn ich mal den Hauptfallraum leeren will, reinigen will, Inspektionen, Beton, Werterhalt und so weiter machen will, so habe ich einen zweiten Fallraum. Ich habe weniger Problem, um diese Behälter zu leeren. Wenn ich nur einen habe, ist es immer eine dubiose Angelegenheit mit diesen Gasemissionen, die wir in offenen Stapel machen, unerfreulicher Zustand. Mit dieser Lösung habe ich zwei Fallräume und kann dann locker hin und her switchen und eine bessere Situation für den Betrieb erreichen. Auch hier bringt diese Maßnahme für den Betrieb ganz wesentliche Vorteile. Ein ganz spannendes Projekt, es bezahlt sich praktisch selbst, fast so schön wie die Solaranlage. Ich empfehle es, einfach mal hinschauen auf jede Kläranlage, sich der Sache bewusst werden, habe ich ein Problem oder bin ich gut dran? Und wenn ich ein Problem habe, mit diesen Mitteln angehen. Danke vielmals. Danke, Can. Das war ein ganz schneller Schluss. Ich musste noch mein Mikrofon wieder einschalten. Spannende Ausführungen. Ganz gut passt zur ganzen Thematik Klima, Klimaschutz. Weil die Treibhausgase wollen wir ja dadurch reduzieren. Und du hast ja eine klare Empfehlung abgegeben für den 13. Juni. So, ich leite direkt über zum letzten Referat. Das wird von zwei Personen gehalten. Von Laure Deschaintre als neue Geschäftsführerin von InfraWatt. Aber Sie werden dann auch sehen, was sie für einen ingenieurwissenschaftlichen Hintergrund hat und da uns alle unterstützen kann. Und von Martin Dietler, einem Contractor, der solche Anlagen realisiert, von Primeo Energie. Wir hatten jetzt mit Ernst A. Müller quasi die Effizienz
auf der Stromseite. Wir hatten dann die Produktion von Strom mit Photovoltaik und nicht mit BHKW, das ist uns ja allen bekannt. Jetzt die Reduktion von den Treibhausgasen bei John Levy und jetzt der letzte Punkt, wo die Kläranlagen sehr viel beitragen können, eben die Abwasserwärme als Schlüssel bei den CO2-Zielen. Und hier jetzt diese Ausführungen bezüglich Potenzial, Ermittlung, Standorten, die Dienstleistungen von InfraWatt und dann Technologie und Finanzierung, Betreibermodelle von Martin Dietler. Ich glaube, ich darf jetzt das Wort Laure Deschaintres erteilen. Ist das richtig? Ja, danke Beat für die Einleitung. Guten Tag. Ich freue mich auch sehr, dass das Thema Energie heute auf so viel Interesse stoßt. Herr Dietler und ich selber werden jetzt in der Liste weitermachen mit den möglichen Maßnahmen zum Thema Energie in Aha. Wir fokussieren jetzt auf die Abwasserwärme, wie gesagt. Und es ist der letzte Vortrag, aber es bedeutet nicht, dass es am wenigsten Potenzial hat. Im Gegenteil, so wie Ernst schon gesagt hat, hat es sehr viel Potenzial und die Wärmeinitiative Schweiz-Studie hat ja gezeigt, dass zum einen die Dekarbonisierung des Wärmesektors bis 2050 machbar ist und dass die Wärmenetze dabei eine Schlüsselrolle spielen. Das haben auch die Energieperspektiven 2050 des Bundes gezeigt. Also es werden sich wirklich Wärmenetze erweitern müssen, wenn wir die Ziele erreichen sollen. Und dabei die Quellen, Abwärmequellen, insbesondere Abwasserwärme, spielen da auch eine sehr große Rolle. Und ja, ganz genau 9% des Heizbedarfs in 2050 für die ganze Schweiz könnte damit abgedeckt werden. Es sollte also in der Energieplanung von den Städten wirklich eine sehr hohe Priorität haben, sogar zweithöchste, direkt nach der Hochtemperaturabwärme. Dadurch, dass es ja ortsgebunden ist, also im Gegenteil zu anderen Energien wie Holz zum Beispiel. Es muss da benutzt werden, wo es produziert wird und wo die Wärmebedarf besteht. Es benötigt daher gute Energieplanung und Entwicklung von Wärmenetze vorab von den Städten. Und wie schon erwähnt, gibt es dafür auch Förderungen von CLIC und vom Gebäudeprogramm der Kantonen, die das ganze Projekt dann auch wirtschaftlich machen können. Ich gehe nicht auf die technischen Details ein, das wird Herr Dietler viel besser erklären, aber Sie wissen vielleicht schon, es gibt drei Nutzungsvarianten. Zu den unterschiedlichen Varianten gibt es unterschiedliche Voraussetzungen, die wir gerne in erste Studien dann für Sie klären, ob es sich lohnt, welche sich lohnen und so weiter. Ich möchte aber ganz, ganz kurz fokussieren auf die Distanz zum Abnehmer, weil das vielleicht oft ein Hemmnis ist, was es gar nicht sein sollte, weil es sind tatsächlich größere Distanzen überbrückbar. Und es zeigt jetzt zum Beispiel den Beispiel in Moosee, wo die Abnehmer ja wirklich 1 Kilometer in eine Richtung und 2 Kilometer in der andere Richtung sind, aber die Abwärmenutzung trotzdem wirtschaftlicher ist, als einen Holzwärmeverbund zu bauen. Es gibt ganz viele andere Projekte, die hier aufgelistet sind, einfach zum Zeigen, dass es technisch und wirtschaftlich machbar ist. Unser Ziel bei InfraWatt ist da wirklich konkrete Projekte auszulösen und das machen wir durch drei Aktivitäten.
die neutrale Vorgehensberatung für Betreiber und für Gemeinden und die Projektinitiierung durch aktive und systematische Suche. Also wir suchen ja das Angebot und den Verbrauch am gleichen Ort. Und der Wissenstransfer durch Veranstaltungen wie Hälte und die Leitfaden, wo ich auch den Link hier eingefügt habe. Das heißt, Sie dürfen uns jederzeit kontaktieren, wenn Sie dann vielleicht ein Projekt haben, dann beraten wir auch sehr gerne dazu. Und ich denke, hier überlasse ich den Wort an Martin Hiedler. Gut, ja. Vielen Dank. Guten Abend auch von meiner Seite. Martin Dietler, Primär Energie. Ich bin Abteilungsleiter für Wärmeprojekte und darf Ihnen ein paar Praxisbeispiele vorstellen und auch etwas über das Betreibermodell, über Contracting erzählen. Ja, eben die Frage, warum Abwasser, die ergibt sich eigentlich aus dem Bild. Ich finde das sehr schön, der dampfende Schacht im tiefen Winter, an einem kalten Wintermorgen. Wir sehen das, das Abwasser hat eben auch im tiefen Winter eine sehr relativ hohe Temperatur, die sich gut eignet, um eben die Umwärme zu nutzen, um eine Wärmepumpe damit zu speisen. Du kannst deine Folie weiterklicken, Lor, bitte. Ja, drei Technologien an drei Punkten, wo es möglich ist, eigentlich die Abwärme zu nutzen. Einerseits direkt im Gebäude oder dann im Abwasserkanal, aus dem ungereinigten Abwasser oder aus dem gereinigten Abwasser auf der Kläranlage, aus dem Nachklebbecken oder aus einem Ausgleichsbecken. Ich habe zu jedem von den drei Technologien habe ich ein Praxisbeispiel. Das erste, wenn du weiterklickst, ist in einem Alterszentrum hier in Münchenstein, wo wir eigentlich die Wärme direkt aus dem Abwasser des Altersheims selber herausholen. Wir sehen in der Mitte unten so einen Schacht, wo das Wasser reinfließt oder aus dem Kanal reingepumpt wird und von dort zurück in das Gebäude über einen Wärmetauscher fließt und dort die Wärme zurückgewonnen wird. Das eignet sich bei Objekten eben mit einem hohen Warmwasseranfall, wie in einem Altersheim, wo aus der Küche, aus den Duschen, aus den Bädern relativ eine hohe Abwassermenge anfällt im Vergleich zum Heizbedarf. Das ist ein Neubau und dementsprechend ist der Bedarf zum Heizen relativ gering. Aber der Warmwasserbedarf, der ist beträchtlich. Und so macht das eigentlich bei solchen Objekten Sinn, das Wasser gar nicht zuerst warm in die Kanalisation einzuleiten, sondern zuerst die Wärme so weit wie möglich herauszuholen. Das zweite Beispiel ist die Wärmenutzung aus dem Kanal. Das ist für mich ein bisschen so die Königsklasse der Abwasserwärmenutzung. Man sieht es den Bildern an. Das ist von der Installation her, wenn wir den Rinnenwärmetauscher unten im Kanal in einen bestehenden Kanal einbauen müssen, dann ist das ziemlich eine schwierige Aufgabe. Wir haben enge Platzverhältnisse für den Einbau. Wir sollten den Kanal hydraulisch nicht allzu stark beeinträchtigen. Und es braucht eine ansehnliche Fläche bzw. eine ansehnliche Länge, um eine gewisse Leistung herauszuholen. Wir haben solche Projekte schon vor fast 20 Jahren eigentlich gebaut. Wenn du eine Folie weiterklickst, Lord, bitte, dann sehen wir, wie so schematisch so eine Baustelle aussieht, was es dazu braucht. Da war es in Bindingen ein Hauptwasserkanal, den konnten wir nicht einfach so stilllegen, sondern man musste quasi das Abwasser aufstauen, über eine externe Leitung umpumpen und so die Baustelle eigentlich trocken halten. Die Pumpen waren nur genug stark, um das bei trockenem Wetter zu machen. Bei einem Regenereignis wurde die Baustelle überflutet. Die Leute mussten, die Arbeiter mussten raus und nach dem Regenereignis musste zuerst gereinigt werden, damit man weiterarbeiten kann. Also da ist der Aufwand schon nicht zu unterschätzen. Was aber auch ein schönes Bild ist, wenn du eine Folie weiterklickst, ja, hier noch zur Technologie, eine spezielle Anlage in Luzern, wo wir nicht nur Wärme nutzen
oder Wärme erzeugen aus dem Abwasser, sondern auch Kälte. Wir haben da eine separate Kältemaschine und eine Wärmepumpe. Also wir können den Überschuss aus der Kälte können wir einerseits für die Wärmepumpe nutzen. Das ist hier bei der Concordia Luzern. Die Krankenkasse, die haben Serverräume, Rechenzentren, die ständig gekühlt werden müssen. Und so haben wir zu einer großen Zeit haben wir einen Parallelbetrieb von Wärme- und Kältenutzung. Und wir können die Abwärme einerseits von der Kältemaschine direkt für die Wärmepumpe nutzen. Und da geben wir den Überschuss auch an den Abwasserkanal ab, wenn wir einen Wärmeüberschuss haben. Jetzt zum nächsten Bild, bitte. Das wollte ich zeigen. Der technologische Wandel in den letzten 20 Jahren ist einiges gegangen. Auf der linken Seite wieder das Projekt in Binningen, wo wir da Innenwärmeteischer eingebaut haben. Das waren so Prototypen, riesige Stahlmonster, sehr schwer. Wir haben da noch keine Erfahrung gehabt, auch zum Beispiel über eine Abtragung von Material mit Sand und Schlamm. Die waren sehr aus dickem Blech gefertigt, sehr teuer. Und heute auf der rechten Seite sehen wir, gibt es eigentlich so Rinnenwärmetauscher ab der Stange, professionell gefertigt. Und dementsprechend natürlich auch kostengünstiger und einfacher zu realisieren. Dann bitte eine Folie weiter. Das letzte Beispiel, die Anlage haben wir auch schon gesehen. Die Ara Morgenthal ist ja keine Ara mehr, sondern wie wir merken, ein Energiepark. Da ist das PV aus dem Dach, da ist die Turbine, wo das gereinigte Abwasser von der Ara Hofen genutzt wird. Da wird aus allen möglichen Sachen mit Energie gewonnen. Selbst bei uns sind es eigentlich vier Wärmequellen, die wir da nutzen. Einerseits eben auch hier das gereinigte Abwasser mit Wärmepumpen, aber natürlich dann auch der Überschuss aus dem Klärgas-BAKW und aus den Klärgas-Turbinen, die wir in unseren Wärmeverbund einspeisen können. Und zusätzlich haben wir hier noch eine große Biomassenfeuerung auf der Basis Altholz und der Spitzendeckung mit Öl. Eine sehr schöne Anlage, die wir immer gern als Referenz für uns verwenden. Wir haben über 25 Millionen Franken investiert in den letzten 10 Jahren und versorgen in der Zwischenzeit über 100 Liegenschaften in Arbon und in Steinach. Gut, dann kommen wir noch ein bisschen zum Contracting. Wenn wir das anschauen, bei so einem Wärmeprojekt gibt es unterschiedliche Bedürfnisse. Wir haben den Bauherr, den Eigentümer, der hat gerne tiefe Investitionskosten. Wenn es ein ökologisches Vorzeigeprojekt ist, dann ist er dankbar. Der Betreiber, der hat vielleicht ein bisschen andere Bedürfnisse. Der sagt, ja, die Anlage muss einfach sein. Ich möchte möglichst wenig Aufwand haben. Ich möchte nicht Störungen beheben müssen. Ich möchte keine Reklamationen von den Bewohnern haben. Und der Nutzer schließlich in der Wohnung, der möchte immer warm haben. Der möchte tiefe Energie- und Betriebskosten haben. Wenn es ein ökologisches Gewissen gibt, ist das auch natürlich gut für ihn. Dann ist er dankbar. Und wir sehen, diese Bedürfnisse in diesen drei Kreisen, die widersprechen sich zum Teil. Also tiefe Investitionskosten heißt dann eben vielleicht hohe Reparatur- und Unterhaltskosten oder einen hohen Energieverbrauch. Tiefe Energie- und Betriebskosten bedeuten vielleicht eben eine teurere Anlage, eine teurere Technologie, widerspricht wieder dem Bauherr. Und es gibt einen, der eigentlich alle drei Bedürfnisse unter einen Hut bringt, und das ist eben der Contractor. Wenn wir die Anlage bauen, dann wollen wir sie nicht vergolden, aber sie soll betriebssicher sein, sie soll stabil laufen, sie soll tiefe Energiekosten, sie soll nicht zu viel Energie verbrauchen, sie soll betriebsoptimiert sein. Wir vereinen eigentlich alle diese drei Bedürfnisse unter einem Hut. Das ist eigentlich der Werbespot für das Contracting. Vielleicht auch noch dazu, es besteht eigentlich aus vier Punkten. Es ist das Planen, Bauen, Finanzieren, Betreiben und Unterhalten. Oftmals sagt man, ja, Contracting ist eigentlich, ja, das ist eine Fremdfinanzierung. Wir haben vielleicht ein Problem mit der Finanzierung, wir suchen uns einen Contractor. Das stimmt eigentlich nicht ganz. Die Finanzierung ist eine dieser vier Bausteine, das kann sein. Wir haben aber auch schon Projekte realisiert mit Kommunen, mit Gemeinden, die hatten das Geld. Die haben einfach gesagt, das Projekt nicht selber realisieren. Die haben die Finanzierung geleistet für die Anlage und kamen damit zu sehr günstigen
Energiekosten zu sehr günstigen Wärmekosten, weil der Finanzierungsteil eigentlich bereits abgegolten wäre. Auch das Planen und Bauen muss nicht im Contracting involviert sein. Wir haben schon fertig geplante Anlagen umgesetzt oder auch Anlagen übernommen ins Contracting, die bereits gebaut waren. Ebenso beim Betrieb und Unterhalt. Wir haben Anlagen, die etwas weiter weg von unserem Stammhaus in Münchenstein sind. Zum Beispiel eine neue Anlage beim Kloster Einsiedeln. Da gibt es eigenes Betriebspersonal vor Ort, das uns unterstützt und auch gewisse Arbeiten übernehmen kann. Von dem her ist eigentlich keine der vier Punkte, eigentlich ist so das wesentliche Merkmal von Contracting. Alle diese vier Punkte können involviert sein, können integriert werden ins Contracting, aber keiner muss, wenn man es zusammenfassen will, was eigentlich so die DNA vom Contracting ist, dann, wenn du weiterklickst, bitte Lore, dann kommt da noch ein Satz. Es geht eigentlich um das Eigentum. Wir als Contractor sind Eigentümer der Anlage und tragen damit eigentlich die ganze Verantwortung, die ein Eigentümer einer solchen Anlage eigentlich hat. Die vier Punkte oben, die kann man integrieren, jeden einzelnen, aber man kann auch einzelne Sachen eigentlich weglassen und selber machen. Gut, dann noch ganz kurz zum Kostenmodell, da kannst du relativ rasch dazu durchklicken. Wir haben auf der linken Seite den Aufwand, den wir haben. Das sind einerseits Kapitalkosten. Wie gesagt, das kann, muss aber nicht sein. Wir haben Betriebskosten, unsere Servicetechnik, die vor Ort gehen, die Störungen beheben, Reparaturersatzinvestitionen, ein bisschen Allgemeinkosten und dann vor allem auch die Energiekosten. Bei einer Wärmepumpe ist es der Strom, bei einer Holzfeuerung sind es die Schnitzel, etc. Und diese Kosten, die uns entstehen, die bilden wir in aller Regel ab mit einem Grund- und einem Arbeitspreis, das klassische Tarifmodell. Die fixen Kosten, Kapital, Betrieb und Allgemeinkosten versuchen wir über einen Grundpreis abzudecken und die Energiekosten nach effektivem Aufwand, nach dem gemessenen Energiebezug beim Kunden durch die Arbeitskosten. Selbstverständlich gibt es auch immer die Möglichkeit, mit dem Einschuss eines Anschlussbeitrages oder einer Einmalzahlung den Grundpreis zu reduzieren, indem eben ein Teil der Kapitalkosten bereits getilgt ist. Das wäre mein Werbespot noch gewesen für das Contracting. Wäre damit auch am Ende meines Referates und stehe gerne auch noch für Fragen zur Verfügung und gebe zurück zu Beat. Vielen Dank. Besten Dank, Lor, besten Dank, Martin, für diesen letzten Beitrag zum Thema Abwasserwärmenutzung auf Kläranlagen oder aus dem Kanal oder direkt beim Ort, wo die Wärme entsteht. Wir haben etwas überzogen, wir sind aber sehr gut drin, mit 10 Minuten über der Zeit. Ich würde die Veranstaltung gerne bis 18 Uhr erweitern, damit wir die Fragen, die eingegangen sind, noch beantworten können. Ich versuche mal von meiner Seite her durchzugehen, damit das bezüglich der ganzen Moderation etwas einfacher ist. Ich werde in der Reihenfolge diese Fragen weitergeben, wie sie eingegangen sind. Da hat Herr Ruppersberg vom AIB gefragt, lohnt es sich eigentlich immer noch Blockheizkraftwerke einzusetzen? Diese Frage geht an Stefan Müller-Altematt. Er hat das Gefühl, die Gasaufbereitung via Membrananlagen ist ja finanziell viel attraktiver. Ich gehe nicht davon aus, dass da die Aufbereitung selbst gemeint ist, sondern der Ertrag daraus, wenn man das Gas einspeist, und muss jetzt in der ganzen Thematik nicht davon ausgegangen werden, dass die Eigenversorgung immer mehr abnimmt und dafür mehr Biomethangaseinspeisung zunimmt. Wie beurteilst du das, Stefan, im Hinblick vielleicht auch auf die CO2-Abstimmung, die noch uns bevorsteht? Ja, also ich glaube, der technische Teil der Frage war wahrscheinlich eher an den anderen Müller gerichtet. An ihn. Das ist halt eine Weltmarke, diese Müllers. Aber es kommt ja noch die Frage generell oder bezüglich der Preise. Oder? Das hängt ja damit zusammen. Ja. Wie man die Marktentwicklung abschätzt. Ganz prinzipiell muss ich sagen, bin ich persönlich bezüglich der Preise relativ pessimistisch. Oder? Wir sind in einer langen Phase
der Überschussenergie. Logisch. Wir sind in einem Transformationsprozess. Wir haben immer noch Atomkraftwerke am Laufen. Wir haben immer noch die fossilen Kraftwerke im benachbarten Ausland. Wir bauen nun stochastische Energie zu. Wir werden Überschussenergie haben. Damit ist jegliche Einspeisung, sei es nun noch in der Gasform oder sei es dann als Strom, als Elektrizität direkt, wird schwierig, oder? Die Preise werden nicht anziehen, wahrscheinlich in den nächsten Jahren. Heißt gleichzeitig auch, es wird regulatorische Maßnahmen brauchen, damit überhaupt noch etwas entsteht. Die Förderung ist das eine, das Marktdesign, wie man es nennt, ist das andere. Oder prinzipiell ist logisch, sollte jeder belohnt werden, der sich insbesondere im Strom netzdienlich verhält. Also wer dann einspeist, wenn wenig Strom vorhanden ist, der soll belohnt werden. Wer regelbar ist, soll belohnt werden. Da werden wir viel dran arbeiten müssen. Bei den Erneuerbaren haben wir noch den Spezialfall natürlich in der Schweiz mit dem nicht geöffneten Strommarkt. Im Moment ist es so, dass nach Stromversorgungsgesetz, Artikel 6, aber ist es ja 6, können diejenigen Produzenten, die gleichzeitig Verteiler sind und gebundene Kunden haben, die können die Gestehungskosten weitergeben. Das ist für die BKW super, oder? Die haben eine große Menge gebundene Kunden und die keine gebundenen Kunden haben, die können das nicht. Das ist eine Ungleichbehandlung sowohl der Produzenten wie auch der Kunden. Die steht ständig zur Disposition. Gleichzeitig ist es eine super Regelung, weil man garantierte Preise hat als Produzent für die Abnahme. Oder? Also da braucht es dann noch ganz viel graue Masse, um da ein sogenanntes Marktdesign herstellen zu können, welches die Erneuerbaren ganz prinzipiell marktfähig behält. Besten Dank, Stefan. Ich glaube, das war wirklich eine Beantwortung der beiden Fragen, die in diese Richtung gegangen sind. Vom Markt her ist es so, man richtet sich dort aus, wo mehr Ertrag ist. Die Strompreise in der Schweiz, die steigen mittlerweile wieder, habe ich festgestellt. Und deshalb ist die Eigenversorgung aus meiner Sicht immer noch etwas attraktiv. In Deutschland ist das sicher noch viel mehr der Fall als bei uns in der Schweiz. Da hätte ich auch Fragen, die ich stellen könnte, aber ich würde mal gerne weitergehen. Es war eine Frage von Herrn Bayer bezüglich dem niedrigen Stromverbrauch auf den Kläranlagen im Kanton Schaffhausen, ob da dann nicht die Belüftung ausreichend ist für eine vollständige Umsetzung, das heißt Teilstabilisierung N2O. Ich glaube, Can, du hast ja da etwas gesagt, dass wir da Forschungsresultate haben in der Schweiz. Vielleicht kannst du den Zusammenhang ein bisschen erläutern. Du hast es schon auch angetönt bereits. Tiefe O2-Konzentrationen und der Zusammenhang mit der Stickstoffelimination dann. Stickstoffemission. Also Beat, ich will mich ganz kurz halten, weil ich bin der Praktiker und nicht der Wissenschaftler. Es gibt einfach eine einfache Regel. Wenn ich die Lachgasemissionen in meiner Kläranlage im Griff halten will, so will ich gefälligst anständig Sauerstoff drin haben, 1,5 bis 2 Milligramm Sauerstoff, sodass die Nitrifikation mit der Zwischenstufe Nitrit möglichst rasch in den NO3, also Nitratbildungsprozess, übergeht. Wenn ich diese ganze Kette mit einer einwandfreien Belüftung gewährleiste, so habe ich die Situation im Griff. Und ich muss ehrlich sagen, es ist so, dass wir mit zum Teil Energiemaßnahmen gerade in der Biologie drin in die Gefahr laufen, in unkontrollierten Zuständen Nitrit und durch das Lachgas zu bilden. Also wenn man das macht, soll man sich da wirklich an die Potenziale dieser Lachgasbildung erinnern und die Sache seriös abklären. Nicht, dass man auf der einen Seite etwas Gutes tut mit der Energieeffizienzsteigerung der Kläranlage, aber auf der anderen Seite massiv Treibhausgase emittiert. Nur so viel von mir. Danke, Can. Ernst, du möchtest auch noch was dazu sagen? Ja, es wurde irgendwie von Schaffhauser Kläranlagen gesprochen. Das Beispiel war aus dem Kanton Zürich.
Ja, du warst ja dabei, als wir das mit den Leuten gesprochen haben. Wir haben eine Vermutung, dass vielleicht die Unterteilung zwischen Biologie und Restestromverbrauchers nicht genau gemessen wird. Das kann durchaus sein, dass in der Praxis der Stromverbrauch der Biologie dann ein bisschen höher ist. Was wir aber dringend empfohlen haben, ist in diesem Fall, wir haben eigentlich das per Video gemacht, diese Beratung, dass das vor Ort noch im Detail untersucht werden soll, ob jetzt nun mit einem Gottcheck oder mit einer Feinanalyse. Das war eigentlich die Schlussfolgerung an diesem Beispiel in Martalen und das hat der Betreiber bereits jetzt angegangen, da nähere Untersuchungen zu machen. Selbstverständlich muss die Biologie immer funktionieren. Es kann nicht sein, weniger Strom zu verbrauchen und dann Einbußen zu nehmen bei der Abwasserreinigung. Danke für diese Ergänzungen. Ich gehe mal weiter. Es hat noch so einen Themenblock für die Photovoltaikanlage über den Becken mit den Seilkonstruktionen. Ich hoffe, du hast das sehen können, Simone. Was sind deine Erfahrungen? Ist ja die Frage so, also stören diese Seilkonstruktionen da und bezüglich Betrieb und Arbeiten an oder in den Klärbecken, was sind deine Erfahrungen? Gibt es da Hemmnisse auf den Kläranlagen oder wirst du da mit offenen Armen empfangen? Nein, also ich denke, wir haben das auch diskutiert und das waren Bedenken von den Betreibern, aber mit einer Installationshöhe von etwas über 5,5 Meter können wir da auch mit einem Kran reinfahren, mit einem Pneukran und Elemente, zum Beispiel ein Rührwerk hochheben und haben immer noch genug Distanz eigentlich zu diesen Seilen, um wirklich gute Wartungsarbeiten zu machen. Dann war noch eine Anschlussfrage da. Genau. Bezüglich der Dimensionierung macht ihr das immer auf Spitzenbedarf, sodass möglichst kein Überschussstrom entsteht? Oder wie ist eure Auslegungsphilosophie? Nein, hier ist es natürlich so, dass wir die verfügbare Flächen möglichst maximal belegen möchten, um eine maximale Stromproduktion zu erzielen. Und das führt dann eben dazu, zu diesem Energiemanagement, das ich auch aufgezeigt habe, dass wir jetzt mit der Fachhochschule Nordwestschweiz dieses Energiemanagement, dieses Vorhersagetool entwickeln, auf dem ich dann, basierend auf dem kann ich entscheiden, will ich jetzt das BHKW über die Nacht laufen lassen oder wie spiele ich mit diesen beiden Stromproduzenten, oftmals zwei Stromproduzenten auf der Kläranlage. Danke, da würde ich mir gerne eine Anschlussfrage erlauben. Du hast es kurz angetönt, ihr schaut ja, dass mit diesem Tracker dann die Produktion optimiert werden kann. Wie weit seid ihr in der Betrachtung, dass ihr auch, wenn dann noch Blockheizkraftwerk und Photovoltaik, auch in Bezug auf Versorgungs- oder Angebot und Nachfrage im Netz, dass ihr darauf flexibel reagieren könnt, also möglichst viel produzieren, wenn der Strom teuer ist und dann vielleicht anderweitig so, damit auch eine Netzstabilisierung passieren kann. Wie weit bindet ihr diese Überlegungen bereits ein? Wir haben das Beispiel, das ich aufgezeigt habe, an dem wir auch dieses Tool jetzt erarbeiten, das ist die Aragussau und da haben wir eine 400 kVA-Batterie auch installiert. Also wir haben da die Möglichkeit, einen Ausgleich des Stroms auf der Kläranlage zu machen. Danke, Simone. Okay. Ich würde noch eine letzte Frage aus dem Chat aufnehmen, so zum letzten Themenpunkt, den wir hatten mit der ganzen Abwasserwärmenutzung. Da bin ich ja froh. Ich sehe, Dieter Töhle ist ja auch dabei, war bei der Diskussion vom M114 im Gelbdruck auch. Du hast gesehen, Dieter, wir haben bei euch 10% Abdeckung geschrieben und in der Schweiz ist man jetzt mit der neuesten Studie auf 9% gekommen. Also ich glaube, wir sind da deckungsgleich, wenn wir da ein bisschen aufrunden. Wunderbar. Aber die Frage an Loch und an Martin ist ein bisschen die, die wir immer kennen, wenn die Wärme vor der Kläranlage, vor dem Reinigungsprozess entnommen wird, wird eine Abkühlung für die Dimensionierung der ARA oder der ARA-relevanten Temperatur des Abwassers, wird das betrachtet, erfolgt eine ganzheitliche Betrachtung. Loch, willst du eine Antwort versuchen? Oder Martin? Sonst helfe ich dann gerne weiter.
Ich würde das gerne übernehmen, die Antwort zu geben zu dieser Frage. Eben, sie kommt immer wieder, sie ist natürlich berechtigt. Wir möchten nicht die Biologie beeinflussen auf der ARA. Es ist aber so, dass wir, wenn wir die Wärme aus dem ungereinigten Abwasser nehmen, eben entweder direkt auf dem Objekt oder aus dem Abwasserkanal, dann ist dieser Wärmeentzug, der ist praktisch nicht messbar. Und er ist ja nicht direkt vor der ARA. Also es kommen nach dem Wärme, dort wo wir die Wärme entziehen, kommen noch weitere Abwasserleitungen in aller Regel dazu. Und es ist im Vergleich zum ganzen Abwärmestrom, ist es eigentlich fast unbedeutend. Mit ein paar Metern oder auch mit 100 Metern Rinnenwärmetauscher ist es fast unbedeutend. Die Abkühlung ist fast nicht messbar. Dann kommt auch dazu, die tiefste Temperatur auf der Kläranlage, das größte Problem habe ich ja, wenn ich im Frühjahr Schnee schmelze, das ist so das Schlechteste, dann ist die Eintrittstemperatur auf die ARA am tiefsten. Und bei Schneeschmelze habe ich so viel Wasser im Kanal, dann ist es erst recht eigentlich nicht mehr messbar. Und von dem her ist das eigentlich für die ARA ist es unkritisch. In diesem Stil, wie wir das bis heute machen. Ich glaube, das widerspiegelt sich. Danke für deine Antworten, Martin. Auch dieser technischen Natur. Ich glaube, es ist wichtig, wenn man etwas plant mit Entnahme vor der Kläranlage, dass die Kläranlage, die Verantwortlichen der Kläranlage, sei das politisch wie betrieblich, mit einbezogen werden und da die Analysen von Temperatur und möglicher Abkühlung ganz genau gemacht werden. Und so erhält man ein Vertrauen zueinander und weiß dann, was auch gemacht werden kann. Ich darf ein Beispiel sagen. Ernst hat diese Potenziale aufgezeigt und ich bin überzeugt, dass die Kläranlagen diese Potenziale auch erreichen können. Wir sind im Moment aktuell dabei, große Abwasserwärmenutzungsanlagen aus dem Kanal mit Entzugsleistung nur von 2 Megawatt zu realisieren, wo wir das mit dem Betreiber ganz gut anschauen konnten. Der steht hinter diesen 2 Megawatt installierten Leistungen und auf den Kläranlagen, damit sie das Potenzial nehmen. Du hast Rolli Boller seine Anlage gesagt, bis mittlerweile bei 11 Megawatt installierte Leistung. Es gibt Anlagen, die bereits jetzt in der Realisierung sind, die sind noch größer. Und ich weiß, es ist eine in der Schweiz in der Planung mit 50 Megawatt Leistung dann im Auslauf der Kläranlage. Also ich bin überzeugt, dass die Potenziale und somit der Beitrag der Kläranlagen zu den energie- und klimapolitischen Zielen in der Schweiz erreicht werden können. So, es ist 17.58 Uhr. Damit das nicht nur ein Chat ist, erlaube ich in die Runde das Mikrofon zu öffnen und first in, first serve. Der die erste Frage stellen will, der soll das jetzt machen und dann werden wir diese noch gerne beantworten. Gibt es jemanden, der eine brennende Frage hat, die er gerne stellen möchte? Einfach Mikrofon öffnen und lossprechen. Es werden nicht mehr 100 sein. Wir hatten 102 Teilnehmer. Mittlerweile sind wir noch knapp über 50. Der Abend geht schon länger. Gibt es eine Frage? Das spricht für die Referenten und für den Workshop, den wir gemacht haben. In diesem Sinne möchte ich abschließen. Ich danke vorerst mal allen Referentinnen und Referenten für ihre Beiträge, für die Beantwortung der Fragen, die da per Chat gekommen sind. Ich erwähne jetzt zum Schluss nochmal, ihr habt das am Anfang gesehen, dieser Workshop wurde aufgezeichnet, der wird dann auf der VSA-Homepage auch freigeschaltet. Da können Sie sich diesen noch einmal anschauen. Und wie es mit den Folien aussieht, Sarah, da weiß ich nicht. Die kann man dort herunterladen, einfach den ganzen Beitrag, den wir gehabt haben, als Videoveranstaltung. Ist das richtig? Ja, genau. Das hatten wir vorgängig so besprochen. Ich habe nicht alle Folien. Aber... Ja, gut. Also, dann hoffe ich, Sie haben etwas mitbekommen. Ich danke sehr für Ihr Interesse und ich wünsche der Schweiz die richtigen Resultate am 13. Es ist keine Politwerbung, die wir machen, aber wohin wir gehen müssen, ich hatte vielleicht das zum Abschluss für alle. Ich bin noch in einem Serviceclub in Bern und wir hatten einen ganz spannenden rotarischen Austausch bezüglich CO2 zwischen der Schweiz und Deutschland.
mit Vertretern vom BAFU, mit Frau Burkhardt, mit politischen Vertretern, aber auch mit Fachleuten aus Deutschland. Und Deutschland geht einen anderen Weg. Ich glaube, am Schluss haben beide Länder ihre Vorteile. Die Deutschen haben uns, und das vielleicht das Schlusswort, uns benieden um die Lösung, die wir haben, dass von diesen Abgaben ein Teil über die Krankenkassenprämie, wo wir alle bezahlen müssen, der Schweiz zurückfließen an die Bevölkerung. Und somit können wir hoffentlich eine tragfähige Mehrheit erreichen, dass wir am 13. vielleicht ein Ja erhalten. So, das war mein Schlusswort. Ich wünsche allen einen schönen Abend. Danke nochmals für die Teilnahme und wünsche allen beste Gesundheit. Und sage jetzt auf Berndeutsch Tschüss miteinander. Nacht.